Guten Abend. Es ist kurz nach sechs, ich würde sagen, wir fangen an. Schön, dass Sie, dass ihr alle da seid, sind. Möglicherweise wird uns das Du hier öfter mal rausrutschen. Das bitte ich gleich zu entschuldigen für diejenigen, die, also ich hoffe, es fühlen sich trotzdem alle angesprochen. Ganz kurz, ich bin Andrea Jolig, ich bin die Asyl- und Flüchtlingspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion der Linken. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute unsere Parteivorsitzende Katja Kipping begrüßen darf, hier zu dieser Veranstaltung. Sie hat ein Buch geschrieben, Wer flüchtet schon freiwillig? Das ist Anlass gewesen für uns, also für mich und für den Kreisverband Potsdam, Sie herzlich einzuladen zu uns, damit wir genau darüber sprechen können. Flucht ist ja derzeit in aller Munde. Und ich finde es total schön, wenn wir auch als Linke uns mal verständigen können, wie wir das so sehen, wie wir Fluchtursachen sehen und wie wir auch vor allem, also was unsere Ansätze sind, was wir in der Flüchtlingspolitik so machen wollen. Herzlich willkommen, Katja. Und ich würde auch gar nicht so lange jetzt hier ein Vorgespräch machen wollen. Ich mache nur gleich am Anfang einen Werbeblock. Erstens, das Buch kann man auch kaufen. Das wird es nachher da hinten an dem Tisch geben. Und es gibt auch noch so eine Anstecke, diese hier. Die haben wir als Landesverband produziert, die kann man auch kaufen. Wer so einen haben möchte, da steht Refugees Welcome drauf und ist auch noch das Link-Logo mit drauf, gibt es dann nachher auch da hinten am Tisch. So viel vielleicht zum Vorgespräch. Ich würde versuchen, das ein bisschen zu moderieren. Wir haben verabredet, dass Katja am Anfang kurz aus dem Buch liest, ich ihr dann ein paar Fragen stelle und wir dann aber auch sehr, sehr schnell dazu kommen, dass sie, dass ihr sie mit allem löchern können, was sie so von ihr schon immer mal wissen wollten. Genau, so machen wir das. Katja, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, Andrea, für die herzliche Einladung und die Begrüßung. Ich habe mich entschieden, mit einem kleinen Lesung zu beginnen. Bei Sachbüchern ist das ja so eine Sache, was man da liest. Ich glaube, es ist besser, wir diskutieren dann einen großen Teil der Inhalte. Ich möchte aber mit dem Teil beginnen, der jetzt vielleicht gar nicht so üblich ist. Und zwar ist mir aufgefallen, das Thema oder die Flüchtlingsfrage, die Refugee-Frage wird ja quasi jeden Abend am Bildschirm in irgendeiner Talkshow verhandelt. Und deswegen habe ich mich in dem Buch dafür entschieden, einen anderen Zugang zu wählen. Nicht die Themen und Fragen, die immer sozusagen von Illner, Will und Co. behandelt werden, sondern mit einem ganz anderen, nämlich mit einem Bild. Und jetzt geht's los. Anstelle eines Vorworts das Floß der Medusa. Vor rund 200 Jahren wird in Paris ein Gemälde des Malers Theodore Géricault ausgestellt. Diese Darstellung von Schiffbrüchigen auf bewegter See wirkte wie ein Angriff auf die etablierte Gesellschaft. Und das, obwohl dieser Maler bisher eher durch romantische Darstellungen von Reizszenen, Landschaftsbildern und Porträts einfacher Leute aufgefallen war und zudem das Gemälde auf den ersten Blick frei von revolutionären Symbolen ist. Es zeigt schlichtweg Schiffbrüchige zwischen Verzweiflung und Hoffnung auf einem Floß im tosenden Meer. Und doch hat die Sorge der Herrschenden einen Grund. Medusa war das Flaggschiff eines französischen Fregattenverbandes. Als es auf dem Weg nach Senegal auf Grund läuft, sichern sich der Kapitän, die höheren Offiziere und die einflussreichen Passagiere die wenigen Rettungsboote. Die übrigen Passagiere müssen mit einem notdürftig zusammengezimmerten Floß auskommen. 15 Tage treibt dieses Floß auf dem Meer. In diesen 15 Tagen und Nächten kommt es zu Selbstmord, durch Hunger erzwungenem Kannibalismus und sogar zum Mord an Schwerverwundeten. Nur wenige überleben. Das Gemälde fängt den Moment ein, als die Überlebenden am Horizont ein Schiff entdecken und sich diesem entgegenstrecken. Keiner der Schiffbrüchigen hatte es sich ausgesucht, auf diesem Floß zu landen. Sie trieb einzig der Wunsch zu überleben an. Und doch ist der vom Maler geschilderte Augenblick, als die wenigen Überlebenden ein rettendes Schiff erblicken, mit solcher Verzweiflung geladen, dass die Vertreter der bourbonischen Restauration dieses Bild als ersten Schritt zur Revolte gegen ihr Regime deuteten. Als ob dieses Gemälde ihnen ihre Schmach und Schuld vor Augen führen würde.
Sie befürchteten, dass dieses Aufbäumen in Verzweiflung sich zum Aufruhr entwickeln könnte. 11 Jahre später, im Juni 1830, kommt es in Paris tatsächlich erneut zu Aufständen. Mit der Darstellung und damit der Verdichtung in einem Moment drang das Leid der unterprivilegierten Passagiere der Medusa in die feine Welt der Pariser Salons ein und erinnerte an die Schuld der Eliten. Hier zeigt sich eine gewisse Parallele zu unserer heutigen Situation und den aktuellen Flüchtlingsbewegungen. Mit ihnen platzt die Systemfrage in die bis dato vermeintlich heile Welt des märkischen Biedermeiers. Sie führen uns unsere Mitverantwortung von Augen. Auch wenn keiner der Geflüchteten es sich wirklich ausgesucht hat und wohl eher der Wunsch auf ein besseres Leben sie antrieb als der Wunsch, politische Botschaften zu übersenden, so tragen sie doch eine Botschaft nach Europa. Diese lautet: So wie wir wirtschaften und handeln, wie wir arbeiten, konsumieren und Politik machen, so kann es nicht weitergehen. Mit den Flüchtlingsbewegungen stellen sich die grundlegenden Gerechtigkeitsfragen mit besonderer Dringlichkeit und ihr globaler Charakter wird in aller Deutlichkeit klar. Das erste Kapitel, Fluchtursachen, das Verdrängte, wird sichtbar. So wie das Gemälde, das Floß der Medusa, in den feinen Pariser Salons auf eine Ungerechtigkeit aufmerksam machte, so platzt mit den Flüchtlingsbewegungen die Systemfrage in unserer Gesellschaft. Und das Besondere an der aktuellen Situation ist weniger die Anzahl der Geflüchteten. Neu ist, dass sie es zu uns schaffen. Seit langem sind viele Millionen Menschen auf der Flucht. Viele Flüchtende verbringen Jahre ihres Lebens auf dem Weg. Einigen gelingt die Ankunft in einem besseren Leben. Die meisten jedoch bleiben irgendwo unterwegs hängen zwischen Unsicherheit, Kriminalisierung oder Prostitution. Nicht wenige Menschen verlieren erst ihre Heimat und dann ihr Leben. So ist davon auszugehen, dass allein zwischen 2000 und 2014 ca. 23.000 Menschen auf dem Weg in die EU gestorben, im Mittelmeer ertrunken, in Containern erstickt oder in Wüsten verdurstet sind. Dass sie dieses Risiko in Kauf nehmen, hat mit dem Leid und der Not in ihrer Heimat zu tun, wo Bürgerkriege, Umweltzerstörung, rassistische Verfolgung und Hunger Gesundheit und Leben bedrohen oder zumindest ein gutes Leben verunmöglichen, werden Menschen in die Flucht getrieben. Doch bisher vollzog sich all das Sterben und Leiden überwiegend jenseits unserer Wahrnehmungsschwellen. Kerneuropa wähnte sich gut abgeschirmt. Mit der neuen Sichtbarkeit der Flüchtlinge werden auch einige ihrer Lebensgeschichten deutlich, und viele dieser Geschichten sind verflochten mit einer größeren Geschichte, der Geschichte der globalen Ungerechtigkeit. Die einzelnen Fluchtbewegungen wurden zu einer größeren Migrationsbewegung, die etwas in Europa in Bewegung gesetzt hat. Denn diese Migrationsbewegung hat die Abgrenzung, auf denen das weltweite Ausbeutungsgefälle basiert, durchkreuzt und damit das unvermeidlich Unverrückbare unterlaufen. Sie macht deutlich, so wie es ist, wird es, ja kann es nicht bleiben. Statt der Verwaltung des Mangels, als die uns Politik in den letzten Jahrzehnten verkauft wurde, steht somit eine Politik der Veränderung ganz oben auf der Tagesordnung. Unsere Welt befindet sich im Wandel und die Flüchtenden sind die Boten dieses Wandels. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für diesen Einstieg. Was mich als allererstes interessieren würde, ist, du bist Politikerin, ganz Europa ist im Wandel, die ganze Welt ist im Wandel und du nimmst dir trotzdem Zeit, ein Buch zu schreiben über dieses Thema. Mich würde interessieren, warum? Warum gerade dieses Thema? Und warum nicht andere Methoden von Politikern? Ja, also in der Tat, als Vorsitzende dieser wunderbaren Partei oder als eine von zwei Vorsitzenden dieser wunderbaren Partei ist es jetzt nicht so, dass man früh aufwacht und sich fragt, Mensch, wie kann man denn heute mal die Zeit rumbringen bis zum Abendbrot? Schreibt man doch mal ein Buch aus lauter Langeweile. So ist es jetzt doch nicht meine Arbeitssituation. Aber ich hatte halt permanent mit dem Thema zu tun und fand aber und habe zwei Dinge bemerkt. Zum einen, ich glaube, dass an dieser Frage ganz grundsätzliche Fragen deutlich werden. Das habe ich ja kurz im Vorwort angedeutet. Und dass es womöglich auch im Nachhinein sich diese Frage als eine Frage von historischer Dimension für dieses Land und für die Europäische Union darstellen wird. Ich denke schon, dass Deutschland, aber auch die EU eine Art Scheideweg sind
und man womöglich rückblickend sagen wird, das war der Moment, wo das Pendel umgeschlagen ist in Richtung Barbarisierung oder indem man die Chance genutzt hat zu einem Aufbruch, der allen zugutekommt. Und die Art und Weise, wie halt man so normalerweise in der politischen Kommunikation mit dem Thema umgegangen ist, wurde halt diesem grundsätzlichen Dimension überhaupt nicht gerecht. Wenn du in Kameras sprichst, weißt du, es werden am Ende, wenn du Glück hast, 10 Sekunden geschnitten. Da kannst du sagen wir, so eine Dimension überhaupt nicht platzieren. Bei Twitter hast du irgendwie 140 Zeichen. Ja, natürlich habe ich mir auch angewöhnt, manche Sachen auf 140 Zeichen runterzubringen. Aber ich fand, irgendwie eine historische Frage muss man auch manchmal mit etwas mehr Seiten bearbeiten. Und insofern, um noch kurz die Entstehungsgeschichte zu erzählen, insofern hatte ich mich im Sommer hingesetzt und einen Artikel geschrieben, einen umfangreicheren, und den hat dann der Westend Verlag gelesen und gesagt, das wäre das Beste, was Sie jemals zu dem Thema gehört haben, Sie wollen unbedingt ein Buch dazu rausbringen. Da habe ich dann erstmal eine Krisensitzung mit meinem Team gemacht und gesagt, schaffen wir das überhaupt? Und wir haben dann gesagt, doch, das ist, glaube ich, so wichtig und tut Not, auch in diesem Thema mal auf eine andere Art und Weise sich zu nähern und dann auch einen Anlass zu haben, um mit Leuten nochmal anders darüber zu reden, als das so in diesem gängigen Schlagabtausch à la Talkshows üblich ist. Und das waren für mich schon 6 Wochen im Ausnahmezustand, aber ich habe auch das Gefühl, dass vieles, was ich dafür für das Buch durchdenken musste, mir auch jetzt immer hilft bei politischen Debatten und dann auch ein bisschen immunisiert gegen so eine Logik, die da irgendwie heißt, so ja, dass die Fragestellungen, die von medialer Seite kommen, gehen halt komplett, finde ich, an den wirklichen Fragestellungen vorbei und das immunisiert ein bisschen gegen die Art und Weise, wie Massenmedien das Thema gerade aufziehen. Du hast in 6 Wochen ein Buch geschrieben, ja, Respekt. wenn wir bei den grundsätzlichen Fragen sind, ich finde es immer ganz, ganz wichtig, was in Debatten meistens ja zu kurz kommt, die ganze Frage, warum flüchten Menschen eigentlich? Also die Frage der Fluchtursachen, welche siehst du denn vor allem? Ja, es gibt ganz offensichtliche und kurzfristige, aktuell, das kann man ja auch sehen, zum Beispiel in Idomeni, wo 50% bis 3/4 aller Geflüchteten halt aus Syrien kommen und sagen, klar, ganz konkrete Kriegssituationen treiben Menschen in die Flucht, aber ich untersuche verschiedene Fluchtursachen und habe dann, da bin ich über eine gute Freundin, die ihre Doktorarbeit zum Thema Klimaflüchtlinge geschrieben hat, darauf gestoßen. Und wenn das stimmt, was der UN-Klimareport besagt, dass in Zukunft mehr als 200 Millionen Menschen an akuten Trinkwassermangel leiden werden, dann muss man sagen, dass Klimawandel und die Zerstörung von Lebensgrundlagen infolge von Klimawandel womöglich die Fluchtursache der Zukunft wird. Über die redet jetzt niemand, ne? Wo man wird ja eher so getan, dass Umwelt- und Klimaschutz sowas für Ökos und ein paar Spinner ist, die sich halt leisten können. So, aber wenn man sich anschaut, 200 Millionen Menschen werden kein Trinkwasser haben. Also das sind alle Debatten, die jetzt von der CSU geführt werden. Man muss denn die Sozialhilfe kürzen etc. Das sind hinfällig, diese Debatten, weil allein die Tatsache, dass es Länder gibt, wo es fließendes Trinkwasser gibt, wird sozusagen so ein Wohlstandsgefälle, was womöglich Menschen hierher ziehen wird. Und ist das dann noch, kann man so eine Leute als Wirtschaftsflüchtlinge dann bezeichnen? Oder sind es nicht einfach Überlebenswunsch, der Leute treibt? Also deswegen sehe ich schon auch die Zerstörung von Lebensgrundlagen infolge des Klimawandels als einen Punkt. Dann natürlich die Militarisierung. Ich finde auch, dass die Handelspolitik der EU mit Menschen ihre Lebensgrundlage entzieht. Und jetzt, also der Untertitel lautet ja die Verantwortung des Westens. Jetzt würde ich nicht sagen, es ist nur alleine Deutschland oder nur die USA oder nur die EU, die Menschen ihre Lebensgrundlage entzieht. Aber ich dachte, als eine Politikerin in Deutschland, ich konzentriere mich mal auf das, worauf wir Einfluss nehmen können. Und die deutsche Bundesregierung hätte es zum Beispiel in der Hand, sich dafür einzusetzen, dass man innerhalb der EU dafür sorgt, dass europäische Firmen sich nicht mehr an der Überfischung der Ozeane vor Afrikas Küsten beteiligen haben. Es kann doch nicht sein, dass irgendwie Menschen dort hungern und keine Lebensmittel mehr haben, obwohl ihre sozusagen Küsten einst reich an Fisch waren, aber weil die großen EU-industriellen Fischfangflotten da langziehen und dies überfischen und wirklich nachhaltig den Lebensraum dort zerstören. Oder die Beteiligung an Landgrabbing. Also Landraum ist, glaub ich, hier vielen bekannt. Auch eine deutsche Firma, wo sogar die Bundesregierung mit in der DEG beteiligt ist, beteiligt sich an Firmen, die Landraub begehen, wo Familien, die seit Generationen auf einem Stück Land leben, gewaltsam von diesem Stück Land vertrieben werden, nachdem das Land an einen großen transnationalen Konzern oder an eine Bank verkauft wurde. Und das in Regionen,
wo die Leute, nachdem sie ihre Lebensgrundlage verloren haben, nicht einfach sagen können, na gut, dann gehen wir morgen zum Jobcenter, da werden wir schon einen anderen Arbeitsplatz angeboten bekommen, von dem wir leben können, so, sondern denen bleibt dann häufig nur die Wahl zwischen einem Leben im Hunger und im Slum oder halt wenigstens ein Familienmitglied auf die Flucht nach Europa zu schicken, in der Hoffnung, dass der es schafft und ihnen Geld zurückschicken kann. Ja, wo ich finde, also man kann schon sagen, dass ein Teil unseres Wohlstandes hier auf einer Ausbeutung dort basiert und das treibt Menschen in die Flucht und dann darf man sich halt nicht wundern, wenn das am Ende auch zurückkommt. Und ganz abschließend, mein letztes Unterkapitel zum Thema Fluchtursachen beschäftigt, heißt Fluchtursache mit System. Wenn man all die einzelnen Aspekte zusammennimmt, finde ich, kann man es schon bei einem Namen nennen. Es gibt ein System dahinter und es ist die kapitalistische Weltordnung, die immer wieder im Not und Elend produziert und damit auch Menschen am Ende in die Flucht treibt. Ich würde da ganz gerne noch einhaken. Wir sehen ja derzeit, dass die Bundesregierung und der Bundestag in der Regel nicht mit unserer Beteiligung ein Asylpaket nach dem anderen beschließt. In der Regel haben, also ich sage immer, sie versuchen Flüchtlinge erstens daran zu hindern, überhaupt zu uns zu kommen. Und wenn sie da sind, wollen sie möglichst schnell wieder loswerden. Oder es ihnen wenigstens das Leben so schwer wie möglich zu machen. Gleichzeitig hast du ja auch gesagt, es sind ganz, ganz viele Menschen auf der Flucht, nur ganz wenige kommen überhaupt in Europa an. Und insofern sagen wir als Linke ja immer, eigentlich muss man die Fluchtursachen bekämpfen, wenn man möchte, dass weniger Menschen flüchten müssen. Und da ist natürlich die Frage, ja, was machen wir denn nun? Also erstmal Kompliment, dass Rot-Rot in Brandenburg nicht mitmacht bei dieser Asylrechtsverstümmelung. Das ist ja zum Beispiel bei Rot-Grün oder Grün-Rot in Baden-Württemberg hat ja da immer fleißig mitgemacht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Signal zu sagen, dass da nicht alle mitmachen. Und in der Tat, wir haben ein Dilemma. Das will ich in dem Buch auch gar nicht wegreden, sondern ich benenne es erstmal und sage, du hast eigentlich nur die Wahl zwischen am Ende des Tages ganz nüchtern zwischen zwei Sachen. Entweder du hilfst, die Fluchtursachen zu bekämpfen und das heißt richtig, das geht richtig ins Eingemachte. Oder du musst am Ende, wenn du nicht möchtest, dass alle, also dass mehr Menschen hierher kommen, musst du am Ende auf ein Grenzsystem setzen, was auf einer Verabredung zum Sterbenlassen basiert. Findet, das darf man sich nichts vormachen. Also auch der Streit, der jetzt zwischen Merkel und Seehofer läuft und so, das ist nur ein Streit, an welcher Stelle die Mauer hochziehen. Also Angela Merkel will, dass es möglichst vor der Türkei, damit, wo, also Klammer auf, wo nicht viele Kameras sind und es nicht viele Leute sehen und das Elend sozusagen wenigstens nicht auf EU-Boden stattfindet. Ja. Die anderen sagen halt, naja, wenn wir jetzt irgendwie es gab ja bisher Routen rüber zur Türkei, wo die Gefahr auf dem Weg übers Mittelmeer zu ertrinken deutlich geringer war. Die hat man jetzt zugemacht. Das heißt aber nicht, dass die Leute aufhören. Das heißt nur, dass die Schlepper jetzt noch für noch mehr Geld gefährlichere Routen anbieten, die deutlich lebensgefährlicher sind. So, und wenn die dort Militärboote einsetzen, um die Flüchtlinge aufzuhalten, wird das, also haben wir vor kurzem bei unserer Friedenskonferenz nochmal unterhalten mit Initiativen, die dort wirklich unterwegs sind, um Menschenleben zu retten. Die sagen, wo immer du dann irgendwas dicht machst, damit niemand herkommt, heißt das nur, dass eine Ausweichroute gesucht wird und diese Ausweichrouten sind dann womöglich lebensgefährlicher. Also die Menschen hören nicht auf zu kommen, aber die bringen sich halt in größere Lebensgefahr. Und das heißt, man muss wissen, sozusagen die Abgrenzung basiert auf ein System zum Sterben lassen. Und da finde ich, muss man sich halt die Frage stellen, ob man eine Gesellschaft will, die auf so einer unmenschlichen Sache basiert oder nicht. Und ich schreibe in dem Buch, die Frage ist ja, nicht nur auf Verantwortung gegenüber den Menschen, die dort sterben, sondern auch eine Verantwortung uns selbst gegenüber und der Gesellschaft, in der wir leben. Weil was passiert denn mit einem? Ich erzähle da, ich habe mich dafür entschieden, eine sehr lebensweltliche Geschichte zu erzählen in dem Buch, und zwar von einer Bekannten, die in einem sehr ländlichen Raum wohnt und sozusagen ein paar Katzen bei sich auf dem Hof hat. Und eines Tages kam halt ein neuer Kater dazu und weil sie fanden, naja, wir müssen schon so viele versorgen, wollten sie ihn vertreiben. Haben ihn angeschrien. Er ist aber nicht weggegangen. Dann haben sie irgendwann nach ihm getreten und ihn weggescheucht, ist aber nicht weggegangen. Dann haben sie irgendwann mit Steinen angefangen, nach ihm zu werfen und haben dann gesagt, in der dritten Nacht haben sie dann gesagt, nee, wir haben jetzt einfach einen weiteren Fressnapf dazugestellt, weil uns hat das so eine Angst gemacht, was das mit uns selber macht, wenn du anfängst, nach Katzen mit Steinen zu werfen, weil dich das als Mensch so entmenschlicht. So. Und
ich würde sagen, diese sehr alltägliche Geschichte kann man auch auf eine Gesellschaft übertragen. Was passiert mit einer Gesellschaft, die das Sterben von Menschen bewusst in Kauf nimmt und noch etwas dafür tut? So. Auch da würde ich wieder gerne gleich ansetzen. Du beziehst dich ja im Buch eher auf die positiven Seiten, auch von also der gesellschaftlichen Veränderung, wenn Geflüchtete zu uns kommen, und weigerst dich auch ein Stück weit in diesen Sprachgebrauch Flüchtlingskrise, Flüchtlingswelle, Probleme und so einzusteigen. Kannst du uns da noch ein paar Sätze dazu sagen? Also erstmal, mir ist schon auch bewusst, dass auch unter Geflüchteten, das schreibe ich auch, glaube ich, an einer Stelle, auch total unsympathische Leute sein können mit Problemen und so weiter. Ich würde sagen, es ist halt bei jeder größeren Menschenansammlung so, dass es auch Kriminelle drunter gibt etc. Das will ich gar nicht wegreden, die Probleme. Aber ich hatte den Eindruck, es gibt so viele Autoren und Leute, die genau darauf den Fokus setzen, dass nicht noch ich meine Zeit darauf verwenden muss, jetzt auch noch die Probleme zu beschreiben. Die gibt es, die will ich nicht wegreden. Aber ich finde, zur gesamten Wahrheit gehört eben auch die positiven Seiten zu beleuchten und deutlich zu machen, was das auch einem bringen kann. Und ich fand zum einen sehr bemerkenswert, was es eigentlich auch an positiven Impulsen zum Beispiel für den ländlichen Raum bedeuten kann. Und mich hat sehr berührt die Geschichte, die hatte eine Journalistin aufgearbeitet, der Schule von Goltzow. Ich bin nicht froh, hier muss ich das niemandem erklären. Wenn ich in Baden-Württemberg bin, muss man immer so, ne, erstmal bei Adam und Eva anfangen, was es mit der Schule von Goltzow auf sich hat. Also sozusagen die kleine Gemeinde Goltzow, die ja bekannt ist durch ihre Schule. Da drohte ja die Schließung der Schule, weil es nicht mehr genügend Kinder in diesem Dorf gab. Und dann hat sich der Bürgermeister entschieden und hat halt Flüchtlingsfamilien eingeladen. Und die haben alles verloren gehabt, hatten nichts, was sie mitbringen können, und waren trotzdem ein Geschenk für die Gemeinde, weil durch diese neuen Kinder halt die Schule jetzt genügend wieder Kinder hat und erhalten bleiben werden kann. Und davon profitieren nicht nur die Flüchtlingskinder, sondern alle Kinder, die hätten nämlich ansonsten viel längere Schulwege gehabt. Ja. Oder mir hat ein Kollege der kommt aus der Oberlausitz, aus dem sächsischen Oberlausitz, gesagt, naja, bei uns wurden nach und nach die Buslinien eingestellt, weil es kaum noch Benutzer gibt. Durch die Geflüchteten gibt es auf einmal wieder ein viel höheres Fahrgastaufkommen, dadurch wird wieder über den höheren Takt gesprochen. Davon profitieren nicht nur die Geflüchteten, sondern davon profitieren auch diejenigen, die schon immer die dort leben. Wo ich finde, also man muss jetzt nicht nur auf so einer kulturellen Ebene, ja, dann kommen die und bringen neue, so Sachen mit, sondern einfach nur allein, dass da Menschen sind, ist halt für manche Regionen ein Gewinn. Oder ich hatte übrigens bei einer Buchvorstellung mit Hansi Urban, der ja sehr viele auch so Arbeitskämpfe in Betrieben mitgemacht hat. Und er hat erzählt, naja, seine Erfahrung war, immer wenn es um Arbeitskampf ging, dass halt Kollegen, die den migrantischen Hintergrund hatten, vorne an der Barrikade als Erste mit dabei waren und die Kämpfe um höhere Löhne und bessere Arbeitszeiten unterstützt haben. Und da habe ich gedacht, das ist was für eine schöne Herangehensweise, nicht nur darüber zu denken, oh, das könnten potenzielle Lohndrücker sein, sondern sagen, nee, das können auch welche sein, die mit uns gemeinsam kämpfen. Dafür ist es aber auch wichtig, sie zu organisieren, ja, oder sofort halt in so eine Art und Weise heranzugehen. Also insofern fand ich, es gibt auch ganz viel, wovon man profitieren kann. Und letztendlich, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch, aber wenn man eine Gesellschaft, die de facto eine Einwanderungsgesellschaft ist, eine offene Gesellschaft ist, versucht mit politischen Instrumenten zu bearbeiten und zu managen, die halt für eine geschlossene Gesellschaft sind, das wird nicht funktionieren. Deswegen muss man sich einfach der Tatsache stellen, dass die Europa ein Europa der Einwanderung ist, und eher regeln, wie wird sichergestellt, dass wenn neue Leute hierher kommen, die halt sofort auch aufgeklärt werden über ihre Rechte, über arbeitsrechtliche Sachen, wie können sie Teil der Kämpfe um bessere Löhne und kürzere Arbeitszeiten werden, und nicht, warum müssen wir sie von uns wegschieben, damit sie ja nicht unsere Löhne drücken. Also diesen Perspektivwechsel, für den werbe ich. So, das ist jetzt die Stelle, wo jeder die Chance hätte, einzuhaken und vielleicht zu dem Teil, den wir bis jetzt gemacht haben, noch mal genauer nachzufragen. Also ich habe zur Not auch noch ein paar Fragen, wenn jemand möchte, aber... Mhm. Entschuldigung. Thank you.
Wir haben uns gerade verständigt, die Zahlen habe ich im Kopf. Also aktuell gehen wir davon aus, wenn in diesem Jahr ungefähr 30.000 Menschen nach Brandenburg kommen. Das ist jetzt meine Annahme, würde ein bisschen mehr sein als im vergangenen Jahr. Dann rechnen wir aktuell mit Kosten für die gesamte Aufgabe, also von der Erstaufnahme über die Landesaufnahme, also in den Landkreisen, über zusätzliche Schulkosten, also zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer, zusätzliche Richterinnen und Richter, zusätzliche, die auch, die sind so ein bisschen in der Landesaufnahme drin, und aber auch zusätzliche Polizistinnen und Polizisten von ungefähr 650 Millionen Euro. Vom Bund bekommen wir als Land, wenn wir von dieser Zahl ausgehen, 110 Millionen Euro. Das heißt, wir stemmen gerade aus dem Landeshaushalt an der Stelle ungefähr eine halbe Milliarde. Allerdings haben wir auch immer betont, das wird auch allen anderen zugutekommen. Da ist das Busbeispiel, da ist das Beispiel der Schule, da ist aber auch das Beispiel, dass gerade einfach auch regionale Wirtschaftskreisläufe da natürlich auch ein Stück weit angekurbelt werden. Erstens bekommen ganz viele Leute einen Job in der Sozialarbeit und so weiter, und andererseits sind da einfach Menschen, die auch Geld ausgeben. Das ist zwar nicht viel, aber es, ne, und das bleibt in der Region. Also ich sage immer, das ist ein Konjunkturprogramm. Das letzte Konjunkturprogramm, was wir in der Bundesrepublik Deutschland hatten, kam der Autoindustrie zugute. Das war hier dieses mit der Abwrackprämie. Das ist auch eines, und das kommt tatsächlich den regionalen Wirtschaftskreisläufen vor Ort zugute. Und insofern sind es ja auch nicht nur Kosten, sondern davon haben auch Regionen etwas. Und im Übrigen, das ist auch wirklich eine Chance für ländliche Regionen. Wir wissen auch, die Abwanderung, die da in den letzten Jahren stattgefunden hatte, Gründe. Ne? Insofern ist es auch unsere Aufgabe zu gucken, wie können wir denn den Menschen vor Ort in diesen ländlichen Regionen Lebensperspektiven bieten. Da muss man ganz viel machen, Schule, Arbeit und so weiter. Da gibt es auch ein paar Sachen, die laufen. Also insofern wehre ich mich immer ein bisschen, das unter dem reinen Kostenaspekt zu diskutieren. Aber wenn man sozusagen die Zahlen wissen möchte, sind sie so. Wenn man dann noch weiß, dass der Bundesfinanzminister für 2015 19 Milliarden Überschuss gemacht hat, dann weiß man auch, wo das Geld ist, was die Länder und die Kommunen derzeit wirklich sehr, sehr gut gebrauchen können. So, das war zu den Zahlen, und den Rest der Frage Katja. Nein, also ich habe auch festgestellt, dass die Zahl, die ihr immer genannt habt, nämlich 1.000 Euro braucht man so an Kosten pro Person pro Monat. Das ist auch die der Deutsche Städtetag sich zu eigen gemacht hat. So, dass die Zahl nenne ich auch, weil ich finde, was halt nicht geht, ist, dass am Ende Kommunen und Länder im Regen stehen. Zumal du halt über Bundesebene hast du die Umverteilungsinstrumente, und das heißt, du musst dir auf Bundesebene die Wege leiten. Ich habe auch für die EU-Ebene eine Umverteilung vorgeschlagen und diese Idee einer Fluchtumlage ins Spiel gebracht. Und die Idee dahinter ist, es sollen sich schon alle Länder, also alle Mitgliedstaaten innerhalb der EU beteiligen, und wenn jetzt entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. So. Und wenn jetzt aber in einem Land gar kein Flüchtling ist, entweder weil dort niemand hin will oder, also, ne, so, oder die niemanden reinlassen, ja auch egal, aber wenn dort niemand ist, dann müssten die ja zumindest für diesen Anteil, den sie eigentlich hätten, entsprechend einzahlen, oder ihnen werden halt Gelder aus einem Fonds gestrichen dafür, und die kommen dann den Ländern zugute, die mehr Geflüchtete aufnehmen. Weil ich finde, gegenwärtig hast du ja den Mechanismus, die Länder, die besonders, sag mal, aggressiv und mies zu Geflüchteten sind, da will niemand hin. Nee, die haben nicht das meiste Geld, aber da will niemand hin, und deswegen haben sie auch keine Kosten. So. Also wo quasi diejenigen, die noch an, ne, wobei so human ist es ja auch nicht mehr, aber die noch an einer halbwegs humanen Politik dran teilhaben, da kommt deutlich mehr hin, und die hätten dann auch mehr Kosten. Und diese Logik, finde ich, muss man aufdrehen. Es muss quasi wie einen sozusagen wirtschaftlichen Anreiz geben, dort wo die sind, dort, die bekommen Gelder, und die haben halt dann auch diesen Wirtschaftsankurbelungseffekt. Versteht mich das so, oder? Achso, für den Livestream, okay. Also nochmal zurück, die Siedlungspolitik, du hast es vorhin schon angesprochen, dass im ländlichen Raum ja schon Strategien da existieren, in Goldso, das war ein Beispiel von dir. Wie ist denn, oder gibt es denn so eine Strategie oder ein Strategiekonzept der Linken, oder was jetzt gerade auch von uns kommt, wo man sagt, das könnte eine Lösung sein, die Integration und auch eben im siedlungspolitischen Bereich Ideen zu entwickeln,
um eben Ansiedlungen in Zukunft zu steuern? Also ich glaube, eine zwangsweise, was ja jetzt der Messier vorhat, die Leute zwangsweise wohin zu schicken und dann auch mit Auflagen, dass sie unbedingt dort und dort, das funktioniert übrigens auch spannend, sagen auch diejenigen, die Leute in Arbeitsplätze vermitteln, dass das nicht funktioniert, weil es ist besser, die Leute finden eher dort eine Arbeit, wo sie auch hinwollen oder jemanden kennen. Ich würde es immer über Anreizsysteme schaffen. Also ich glaube, wenn man die beiden Familien fragt, die nach Golzow gegangen sind, dann auch dort herzlich willkommen worden und so weiter, die wollen da nicht mehr weg. So, die, ganz im Gegenteil, die haben dort schon angefangen, ehrenamtlich mitzuarbeiten oder für glaube ich, 50 sozusagen Cent die Stunde Ehrenamtsvergütung irgendwas zu machen. Also die, wenn du sozusagen eine wirkliche Willkommens- und Angebotskultur hast, ist es wahrscheinlich auch leichter, sozusagen dann Leute zu halten. Du wirst nie immer alle da behalten, weil es klar, es gibt einen Run auf Großstädte. So, wir haben jetzt, was die Integration anbelangt, ich habe jetzt... Also es ist ein Konzept, ich hätte folgenden Ansatz, wenn wir über Integration reden, würde ich gerne erstmal das zurückweisen, was bisher so, also wenn man mit Buschkowski in Berlin über Integration redet, hat man immer das Gefühl, wenn die von Integration reden, meinen die Einladung besonders schlimm über alle, die Muslime sind, herzuziehen. Und ihnen immer zu erklären, warum sie ganz schlimm und antidemokratisch sind und gegen Frauen und so weiter. So funktioniert Integration natürlich nicht, wenn man das ihnen erstmal erklärt, wie schlimm sie ist. Wir fanden halt, Integration geht erstmal davon aus, dass wir die Werte, die wir haben, auch selber praktizieren. Und dazu gehört Demokratie. Also eine Impfung muss ich noch sagen zu dem Phänomen des Feminismus. Das finde ich schon also jetzt nicht in deiner Frage, aber viele, die über Integration reden, wie Buschkowski und andere, sind ja in großer Sorge um die Rechte der Frauen. So bemerkenswerterweise auch viele, die wirklich jahrzehntelang die Frauenbewegung bekämpft haben, als ob sie das Ende des, ich sage immer, ja, diejenigen, die Frauenquote bekämpft haben, als ob sie für das Ende des Abendlandes steht, sind jetzt in großer Sorge um die Frauenrechte angesichts der angeblichen Machos aus dem Morgenland. Das finde ich, ist so eine Art Feminismus. Ich habe den Instant-Feminismus genannt, den ich bloß bedingt glaubwürdig finde, so wie löslicher Kaffee, der sich halt schnell auflöst und nicht hält, was er verspricht. Ja. So. Aber man könnte ja auch sagen, also zum Beispiel, das ist ja auch eine positive Entwicklung, dass auf immer ganz viele sich für Frauenrechte interessieren, ist ja schon mal ein gesellschaftlicher Fortschritt, den man den ankommenden Geflüchteten verdankt, weil auf immer hier viele der deutschen Konservativen jetzt auf immer das finden, dass es eine ganz wichtige Sache ist. Ja. Das ist ein Punkt. Nein, aber zum Thema Integration sagen wir halt, die eigenen Werte selber praktizieren und dazu gehört halt auch Demokratie und demokratische Austausch und halt deutlich machen, es gibt ein paar Sachen, die stehen nicht zur Debatte und es sind die Artikel im Grundgesetz, die durch die Ewigkeitsklausel garantiert sind. So. Und das sind halt die Grundrechte 1 bis 20 im Grundgesetz. Das finde ich, sollte man auch jedem gegenüber deutlich machen, muss aber auch deutlich machen, damit es glaubwürdig ist, dass es a, teilweise der Staat selber verletzt und zweitens, dass sie unter vehementer Gefahr sind durch, sag ich mal, Rechte. So, die, also ne, das Diskriminierungsverbot sagt ja, niemand darf diskriminiert werden wegen seines Geschlechts, aber auch niemand wegen seiner Herkunft, seiner Rasse, seiner Sprache. So, also das muss man dann schon immer Gänse wahrnehmen. Und wenn man jetzt sagt, wer das nicht einhält, wird ausgewiesen, na schön, wo schickt man denn dann die ganzen Rassisten hin, ja? Und die Nazis, die irgendwie so, also wenn die dann auch, also so, ne? Genau, dürfen die dann auch mit nach Lampedusa und sich dort anmelden und so, aber deswegen selber das deutlich machen, dass es Grundsätze gibt bei uns. Und zum Zweiten dann halt selber Demokratie im Praktizieren. Und drittens denke ich, man wird nicht dran herumkommen, richtig viel Geld in die Hand zu nehmen, um so Investitionsprogramme zu machen und ganz viel frei zugängliche Güter zu haben, damit Begegnung und Austausch sich ermöglicht. Ja, ich komme ja nur aus dem Landkreis Ostbringitz-Ruppin. Wir haben in den letzten 15 Jahren etwa 14.000 Einwohner verloren und jetzt sind 1.000 dazugekommen. Es ist ja eigentlich kein Problem oder es sollte kein Problem sein. Trotzdem gibt es in der Bevölkerung Aufregung, in Teilen der Bevölkerung völlig unverständliche Aufregung. Wo siehst du die Ursachen für dieses, für diesen starken Widerstand gegen Geflüchtete, die
Also vor allem, wenn Sie in der Nähe von irgendjemandem wohnen sollen, weil da ein Flüchtlingsheim eröffnet wird oder so. Wo siehst du die gesellschaftlichen Ursachen für diesen Widerstand und was können wir politisch dagegen tun? Ich glaube, es ist die Frage aller Fragen. Ne? Also ich finde, es gibt ein paar Bedenken, die wir auch jeden Fall ernst nehmen sollten und gegen die man sehr rationell vorgehen kann. Ne? Also zum Beispiel gibt es ja einen Teil der Sorgen, basiert ja auf so einer Erfahrung von Leuten, naja, das, was die Linke will, eine Millionärssteuer, kommt doch nicht. Es ist doch klar, wenn irgendwo Kosten anfallen, müssen das doch immer wir bezahlen. So am Ende, also jetzt mal sehr plattdeutsch, also gibt es so ein Gefühl oder so eine Erfahrung von Leuten, am Ende sind wir, die wir eh nicht viel haben, die Gearschten. So. Und das wird jetzt bestimmt auch wieder so sein. So eine Erfahrung gibt es. Und dann würde ich mal sagen, da hat auch der Neoliberalismus der letzten Jahre alles, aber auch alles getan, dass sich bei den Leuten sowas festsetzt. So, die Millionäre werden nicht zur Kasse gebeten, am Ende werde ich zur Kasse gebeten und so. Und da will man natürlich erstmal so keine neuen gesellschaftlichen Aufgaben übernehmen. Da würde ich immer sagen, das kann man ernst nehmen, aber eben nicht, indem man das rassistische Deutungsmuster dahinter verstärkt. Es liegt jetzt an den Geflüchteten, die kommen, dass womöglich irgendwie mehr Kosten haben oder für andere Sachen das Geld fehlt, sondern immer wieder deutlich zu machen, es liegt halt an einer verfehlten Steuerpolitik, die eben nicht diejenigen, die bisher von der Ausbeutung wirklich profitiert haben, zur Kasse bittet. So, das ist eine Maßnahme. Das andere, es gibt schon, glaube ich, und das lässt sich nicht allein durch wirkliche soziale Ungerechtigkeit erklären. Es gibt eine tief verfestigte rassistische Grundstimmung in der Gesellschaft, wenn die einmal angerufen wurde. So, wo du, also ich, man kann schon ein bisschen, finde ich, ist immer, das mache ich ja auch im Buch und in jeder Sendung, wo ich bin, einfach mit Fakten dagegen zu halten. So, also ich finde immer total hilfreich, einfach diese Zahlen, die dann genannt werden, so wie Sie das gerade gemacht haben, einfach, ne, 14.000 sind weg, 1.000 kommen neu, so, was ist eigentlich das Problem? Habt ihr das jetzt gesehen, es gab jetzt eine Talkshow, wo ein Komiker aufgestanden ist und gesagt hat, hier sind so und so viel, also ich habe die Zahlen auch, 1,6 Millionen Flüchtlinge heißen, dass auf 80 Einwohner ein neuer dazukommt, so, naja, da holt man halt einen Stuhl mehr rein, so, und nur weil der jetzt Heavy Metal hört, werden ja dann nicht alle anderen Heavy Metal hören und so, ich finde, man kann die Zahlen schon runterbrechen und damit Aufklärung etwas dagegen wirken. So. Ich finde, was auch immer wieder hilft, ist Begegnung schaffen. Also wenn, weil diese, das Anrufung, das, der Angst vor dem Fremden funktioniert ja nur, solange die anderen fremd sind. So eine Beobachtung, die immer wieder Leute auch mit migrantischem Hintergrund machen, wenn sie in Dresden auf Pegida-Leute treffen, also in meinem Tanzverein in Dresden, so der Trainer, der hat einen erkennbar slawischen Akzent und der hat halt bei sich, also der arbeitet in der Physiotherapiepraxis, der hat halt auch immer Leute von Pegida bei sich und wenn er den Rücken bearbeitet, erzählt er mir dann so, dass die ihm dann manchmal versuchen, zu Pegida zu werben und dann so mit diesem Gesten, naja, aber du bist ja nicht gemeint. So, ja, so. Also das ist natürlich total verlogen, aber es zeigt ja auch eins, in dem Moment, wo du jemanden als Menschen kennenlernst, funktioniert das nicht mehr, diese Zuschreibung. Also gut, man kann ihn dann trotzdem unsympathisch finden, aber so Begegnung ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, das Haupt, also was wir machen können, sind ja auch nur begrenzt unsere Mittel. Wir müssen uns ja teilweise hier auch wie Nauen oder so selber schützen vor den Angriffen und vor dem Hass. Also ich merke das ja auch, was wir an, also meinem Büro an, einfach weil ich da eine klare Flagge zeige, an Hass bekommen und es ist einfach ganz schlimm. Was wir halt, worauf wir uns konzentrieren sollten als Politik, ist dafür zu sorgen, dass der Menschenhass nicht in die Köpfe der jungen Generation Einzug erhält. Und das heißt, du musst richtig rein in die Schulen und dafür sorgen, dass es dort wertvolle pädagogische Begleitung gibt, dass man eigentlich ist es, sozusagen Weiterbildungsprogramme für Lehrerinnen und Lehrer geben muss. Wie geht man mit dieser Situation um? Also ich weiß in Dresden, dass manche Lehrerinnen das großartig machen, ganz viele auch total verunsichert sind, wie man damit mit dem Erstarken von Pegida, was total die Stadtlandschaft bestärkt und so, damit umgeht. Und dann in den Schulen die Begegnung, wenn neue Flüchtlingskinder dazukommen, muss das auch echt gut organisiert werden. Weil das kennt man ja vielleicht so auf dem Schulhof, wenn da neue dazukommen, dann kann man sich neugierig begutachten, dann kann aber aus diesem neugierigen Begutachten auch ganz schnell so alles in ihren Gruppen und kommen wieder nicht mehr in Begegnung. Ich glaube, da müsste sehr viel dort organisiert werden, um halt die nachkommenden Generationen
menschlich, also emotional und auf der Faktenebene zu immunisieren gegen diesen Menschenhass, der in Gestalt von Rassismus daherkommt. Sitzen. Nochmal zu den Zahlen, die gerade genannt wurden. Ich finde die auch immer sehr beeindruckend, aber das Problem ist ja tatsächlich, dass diese Argumente, diese Fakten bei den Leuten, die gegen Flüchtlinge hetzen oder argumentieren, ja überhaupt nicht ankommen. Also man kann denen noch so viele Zahlen nennen und sagen, ja, von den 80 Leuten, die hier sitzen, ist einer, der dann Flüchtling ist. Das verpufft im Prinzip wirkungslos. Und ich glaube, ein Problem, was dazu führt, ist auch, dass es ja tatsächlich nicht so ist, dass diese Verteilung so gleichmäßig ist der Flüchtlinge, sondern wir haben ja ganz klar Problem, ich sage es jetzt einfach mal Problembereiche, in die immer mehr Zuzug von Flüchtlingen stattfindet. Also ich war jetzt viele Jahre im Ruhrgebiet beruflich und privat und es ist tatsächlich dort ein ganz anderes Problem der Integration als hier. Die SPD in Essen hat jetzt mittlerweile sogar Plakate gestaltet, wo drauf steht, es reicht. Ja. Das heißt, das subjektive Empfinden der Bürger ist natürlich ganz stark davon geprägt, wie stark sie betroffen sind von dem gesamtgesellschaftlichen Problem, mit dem wir ja nun seit einiger Zeit etwas stärker zu tun haben. Und ich denke, da finden viel zu wenig Lösungsansätze statt, dass sich dort konstruktiv um dezentrale Unterbringung bemüht wird, dass auch explizit Städte, die ja von Flüchtlingen bevorzugt auch aufgesucht werden, aus klaren Gründen, also infrastrukturell und Internetzugang und so weiter, macht natürlich, und Familien, Freundschaft, also soziale Umfeld und so weiter, macht natürlich Städte für Flüchtlinge besonders attraktiv. Aber dass gerade Städte, die schon große Probleme mit der Integration und überhaupt soziale Probleme haben, da auch gezielter entlastet werden. Und ich denke, da tut die Politik zu wenig und der Verteilungsschlüssel setzt da auch an völlig falscher Stelle an, nämlich dort, wo schon viele Leute sind, sollen sozusagen noch mehr hin, halte ich für ein Problem. Interessant ist natürlich in dem Zusammenhang, dass gerade Leute, die gar nicht mit Flüchtlingen zu tun haben im ländlichen Raum, umso größere Ängste haben, als zum Beispiel bei den Städten im Ruhrgebiet, wo es trotz aller Schwierigkeiten einigermaßen gut klappt. Und ja, mich würde mal interessieren, was sozusagen, ob du das ähnlich siehst oder ob du da andere Vorstellungen hast und wie man da sozusagen konstruktiv mit umgehen kann. Ja, also in der Tat, dezentrale Unterbringung und möglichst schneller Zugang entweder zu Bildungseinrichtungen oder zu Erwerbsarbeitsplätzen oder irgendwelchen sozusagen Bereichen, Arbeitsmarktangeboten ist es A und O, so glaube ich auch, für eine Integration im positiven Sinne, im Sinne von Begegnung organisieren und das zukünftige Zusammenleben gut, also dafür eine gute Voraussetzung zu schaffen, sehe ich genauso. Die Frage, also in der Tat, Angst ist halt was Irrationales. So. Und ich habe da gar kein Patentrezept, aber um es zu verstehen, glaube ich, man kennt das aus dem Alltag doch. Leute, die Angst vor Hunden haben, sehen auch komischerweise immer nur Hunde, die total gefährlich aussehen. So, ja, ist so, ja. Leute mit kleinen Kindern, die Angst um ihre Kinder haben, also ich zumindest habe den Eindruck, dass in jedem Tatort es nur noch um irgendwie Kinder geht, die in Gefahr sind, so weswegen ich den nicht mehr gucke, was total irrational ist, ja. So. Aber was halt so das natürlich ist, wenn das der Modus ist, wenn du sagst, man hat Angst vor dem vermeintlich Fremden, den anderen und dann wird es auch noch von einigen immer wieder gestreut. Also es gibt ja auch richtig, finde ich, eine gezielte rassistische Propaganda, die mit Falschmeldungen, mit verzerrten Darstellungen und so weiter die Sache anheizen, die Leuten in die Hände spielt. Und es gibt auch einen Punkt, ich will jetzt nicht so eine platte Medienschelte machen, aber ich frage mich schon, warum die Journalisten permanent eine Fragestellung übernehmen, die das ganze Thema immer nur unter der Problemwahrnehmung sieht und das damit natürlich auch verstärkt. Ich habe mich da auch echt schon mit Redaktionsleuten von Talkshows mal angelegt und gesagt, aber Leute,
ihr könnt doch, natürlich habt ihr das Recht, die AfD einzuladen zu Talkshows und mit denen zu diskutieren, aber befragt die doch mal zu ihren bildungspolitischen Vorschlägen. So, sollen sie doch mal erklären, warum das dreigliedrige Schulsystem besser ist, so, und wenn das ihr Ansatz ist. Also nicht immer nur zu dem Thema das Problem Flüchtlinge, und dann darf, also wenn die Frage schon so gestellt ist, ja, und dann die AfD in der Runde ist, dann spielt man denen ja total in die Hände und verstärkt noch dieses Momentum. Deswegen dachte ich, man muss halt auch manchmal die Fragestellung etwas verschieben. Ansonsten, um auf Christians konkrete Frage zurückzukommen, ja, wichtig ist, die dezentral unterzubringen. Und was die SPD in Essen anbelangt, ich glaube nicht, dass das an einem besonderen Problemdruck liegt. So. Die haben ja auch mit so einem Fackelzug gegen so ein Geflüchtetenheim mit aufgerufen. Und ja. Ich würde, also meine These war jetzt, also ich war bei der Eröffnung des unserer Landesgeschäftsstelle, als die mit aufgerufen haben, die SPD dazu, und mein Eindruck war eher, dass diese Losung ganz viel sagt über den Zustand der SPD, als wenig über die reale Problembeschreibung. Ich würde ganz gerne noch auf einen Aspekt eingehen, weil ich glaube, der ist wirklich nicht unwichtig. Das ist die Frage, die hast du auch angesprochen. Die Leute haben dort am meisten vor Flüchtlingen Angst, wo gar keine sind. Das ist tatsächlich auch seit, also in den letzten Monaten, unsere Erfahrung hier in Brandenburg. Also ich, der eine oder andere weiß das, ich habe mein Wahlkreisbüro in Nauen, da sind noch keine Flüchtlinge, also ein paar in einzelnen Wohnungen, aber ansonsten, die Turnhalle ist halt nicht belegt worden, weil sie vorher abgebrannt ist. Da ist eine ganz, ganz komische Stimmung in der Stadt, und es gibt tatsächlich sowas wie eine Angst vor dem Fremden. Und ich sag mal, wenn wir uns mal ganz, also mal so selbst angucken, ne, so vor Situationen, die wir nicht einschätzen können, oder wenn wir irgendwo hinkommen und da niemanden kennen, ist das ja auch erstmal komisch so, ne? Das hat ja auch ein bisschen was psychologisch damit zu tun, dass es eine Situation ist, wo man nicht weiß, was einen erwartet. Ich glaube, mit diesem Effekt hat es relativ viel zu tun. Und deswegen finde ich den Punkt der Begegnungsräume so wichtig. Weil jemand, mit dem man schon mal einen Kaffee getrunken hat, vor dem hat man auch weniger Angst als vor dem, der immer nur da hinten läuft. Deswegen sage ich auch den Leuten immer, versucht tatsächlich mit solchen Willkommenscafés erstmal auch irgendwie oder in Vereinen, in Sportvereinen oder ähnlichem, tatsächlich Begegnungsräume zu schaffen, dass auch diejenigen, die Sorgen haben und die einfach auch, also nicht jeder, der Angst vor Flüchtlingen hat, ist ein Rassist, finde ich, muss man auch immer noch mal dazu sagen. Es kann aber daraus ein Rassist werden. Und deshalb finde ich es wichtig, da anzusetzen, dass es ein Kennenlernen geben kann. Ich finde es auch wichtig, auch wenn wir, also ich mache auch regelmäßig in Veranstaltungen die Erfahrung, die Leute glauben einem mehr teilweise auch nicht. Ne? Also wenn du da als Politikerin kommst, wie oft ich schon gehört habe, ich glaube dir das nicht. Du lügst. Also das ist eine Gesprächssituation, in der du natürlich ganz, ganz schwierig reagieren kannst. Und trotzdem gibt es in den Seelen in der Regel trotzdem immer noch den einen oder anderen, dem man eben doch noch mit Argumenten kommen kann. Und ich glaube, das müssen wir einfach auch gerade als Linke konsequent tun. Wir werden nicht jedes Vorurteil abbauen können, aber das eine oder andere kann man zumindest versuchen. Deswegen finde ich es immer ganz, ganz wichtig zu gucken, wirklich auch zu den Leuten zu gehen. Das sind auch keine schönen Veranstaltungen, also wirklich, ich habe davon einige erlebt, aber es dann tatsächlich auch zu versuchen auszudiskutieren, es funktioniert nicht immer, manchmal geht man auch völlig frustriert nach Hause, aber es immer wieder zu versuchen und gleichzeitig deutlich zu machen, dass das was damit zu tun hat, wie wir hier auch miteinander leben wollen. Ne? Also wir haben ja irgendwie sowas wie Verabredungen in diesem Land, also ich will es mal gar nicht so viel sehr Werte nennen, aber Verabredungen, eben, dass man keine Turnhallen anzündet, dass man ja, aber, also ich meine, guckt, habt, ich weiß nicht, ob der eine oder andere die Reaktion der Naunerinnen und Nauner nach dem Turnhallenbrand erlebt hat. Die Antwort bei ganz vielen auf der Straße, und das war dann auch im Fernsehen zu sehen, war, ja, was wollen die auch hier? Mir doch egal, so. Und ich glaube schon, dass unsere Aufgabe ist, diese Grundverabredung, dass man eben Menschen nicht verprügelt, dass man Menschen nicht beschimpft und dass man eben auch keine Flüchtlingsheime angreift, das müssen wir gerade verteidigen. Und
Ich sag mal, was die AfD hier seit Monaten tut, gemeinsam mit Pegida und Co., ja, die greifen genau diese Grundverabredungen an. Sie tun es unterschwellig, sie werden das auch nie so genau sagen. Und ich glaube, unser Job als Linke ist es, genau da entgegenzuwirken und immer wieder zu sagen, nee, so eine Gesellschaft wie die AfD und Pegida will, so, in so einer wollen wir nicht leben. Ich glaube, das ist derzeit unsere gesellschaftspolitische Aufgabe, also auch parlamentarisch, aber gesellschaftspolitisch ist es, glaube ich, unsere Aufgabe. Und da ist dann auch jeder Einzelne gefordert. Also am Frühstückstisch eben oder beim Familiengeburtstag ebenso wie in der Schule und am Gartenzaun. Ich glaube aber, das ist notwendig und ich befürchte, wenn wir das jetzt nicht tun und am Ende den Kampf verlieren, dann ärgern wir uns später ganz doll. Sammeln wir ein bisschen. Ich muss jetzt mal mich konzentrieren. Ich bin ehrenamtlich im Flüchtlingsheim Stahnsdorf tätig und Lehrerin für Jugendliche in Teltow. Und da habe ich jetzt aus verschiedener Sicht, was eben die Rede war, frage ich mich, warum kommt in den Massenmedien zu wenig positive Beispiele? Die kommen sehr spät, um Mitternacht, ja, aber so umarmt rum, Krimi, Krimi, Krimi und in Nachrichten und nicht diese positiven Sachen. Und ich kann jetzt, klar, bei uns gibt es auch Probleme, weißt du genau, aber so viele positive Beispiele. Das letzte war, da waren über 30 amerikanische Studenten aus New York bei uns. Die sind bald nicht mehr in den Bus reinzukriegen gewesen. Immer noch eine Frage und noch eine Frage. Die haben sie einfach in Stahnsdorf ins Heim geführt. Die durften in die Zimmer reingucken, die haben mit den Flüchtlingen gesprochen, die haben dann mit Ehrenamtlichen gesprochen, mit den Sozialarbeitern. Boah, die haben so vor uns den Hut gezogen, so viel Achtung vor uns gehabt. Da habe ich gedacht, warum bringt man sowas nicht mal im Fernsehen? Ja, oder andere positiven Sachen. Ich erlebe als Ehrenamtliche so viele von Stahnsdorf, Teltow, Kleinmachen und alles, die ich vorher noch nie im politischen Geschehen gesehen habe. So viele Ehrenamtliche. Und da muss ich sagen, ich ziehe den Hut. Und ich weiß auch jetzt in anderen Ländern, meine Freundin lebt in Ungarn, ne, da gibt es genauso viele, die schimpfen so auf ihren Politiker, die sich lustig machen über uns und sonst was und sagen, es ist ein deutsches Problem, aber bringen es auch immer abends im Fernsehen und die sind genauso stolz auf Deutschland, dass wir uns dieser Problematik stellen und das kommt mir zu wenig im Fernsehen rüber, sondern immer diese Angst und ich, wenn ich Leute im Bekanntenkreis habe, ich lade sie zu mir ein und sage, komm, komm einfach meinen Unterricht, aber jetzt als Lehrerin habe ich folgendes Problem, warum wir sind ein bisschen überfordert worden oder überfallen worden von dem Problem, ne? So, obwohl das ja schon längerfristig zu sehen war. Warum schafft das dieser Staat nicht mal Konzeptionen zu erarbeiten? Wir machen wirklich alle, geben uns das Bestes, aber es gibt keine Konzeption, ne, wie zum Beispiel beim Unterrichten. Jeder kämpft, jeder sucht sich das Buch und so weiter. Und jetzt habe ich zufällig erfahren, dass es eine Art Gesetz gibt, ein Jahr Willkommensklasse, darf dann Flüchtlingsjugendlicher meinetwegen eine Willkommensklasse besuchen, dann weiter integrieren. Was denkt er, wie ich kämpfe oder wir kämpfen, ich bin ja nicht alleine Lehrer, dass wir dann wirklich unsere Jugendlichen integrieren können. Und das ist gar nicht so einfach. Da werden uns solche Knüppel in den Weg genommen, auch von den sagen wir mal, Schulamt und sonst was, unter eben unsere Gesetze, da findest du einen Unternehmer, der den Jugendlichen nehmen möchte. Nein, er darf ihn nicht nehmen, weil er keine Arbeitserlaubnis kriegt. Das war vor Jahren. Wir hatten immer Migrationskinder, wenn da immer das Argument kam, die nehmen uns die Arbeit weg, ne, das kennt er ja auch, so, und die uns dann erzählt haben, stimmt überhaupt nicht, mein Vati kann gar nicht arbeiten, der kriegt nur die Arbeit, wenn vorher so und so viele Deutsche das abgelehnt haben. Und dieses Gesetz gibt es heute noch. Da frage ich mich, jetzt wirklich Frage an die Politik, wer soll das verändern, dass wir noch solche Gesetze haben, die eigentlich die Integration verhindern?
Also das war jemand mit migrantischem Hintergrund, hat das selber mal gesagt, hat gesagt, nee, du kannst hier eigentlich nichts richtig machen als Nichtdeutscher. Wenn du herkommst und dich um Arbeit bemühst, heißt, die nehmen uns die Arbeit weg. Und wenn du niemanden einen Arbeitsplatz wegnimmst, die kommen ja nur wegen unserem Sozialsystem. Und diese Frage muss man einfach mal stellen, was wollt ihr denn jetzt? So, welches Verhalten, bitteschön, ist gewünscht? Ja, klar, manchmal kann man auch nur dagegen argumentieren und sagen, Mensch, die schaffen ja auch, also ne, wir wissen ja, dass Leute mit migrantischem Hintergrund jetzt in der Vergangenheit zum Beispiel schon viel mehr auch in Sozialversicherungssysteme eingezahlt haben in Deutschland, als sie rausbekommen haben und sowas als argumentieren. Aber was die Situation für die Lehrkräfte anbelangt, ich kann da nur einen Hut ziehen. Mich würde eher interessieren, also das kann ich das nochmal erzählen, wie das ist, wenn die dann in die Klasse kommen. Gibt es dann auch mehr Freiräume für euch als Lehrkräfte, mehr Zeit, euch um die einzelnen Kinder zu kümmern oder dann auch mal in der Stunde zu sagen, so jetzt erzählen die mal, anstatt Stoffvermittlung zu machen, dass man sagt, die sollen mal erzählen über ihre Fluchtgeschichte oder sowas. Kann man das machen oder ist das eine Überforderung der Klasse? Da würde mich mal so deine Praxiserfahrung interessieren. Weil ich kenne es jetzt auch nur von Erzählungen. Ne? Also bei uns in Teltow-Stahnsdorf ist es so, und Kleinmachnow hat ja jetzt auch aufgenommen, die haben richtige Willkommensklassen gegründet. Und wenn die dann schon so gut in Deutsch sind, werden die in die einzelnen Klassen integriert. Und ich selbst als Lehrer, ich erlebe die Kinder dann im Heim oder bei der Tafel. Ey, ihr könnt nur staunen, wie schnell die Kinder Deutsch lernen, auch im Kindergarten. Das, also was da geleistet wird, und die gehen auch jetzt, wo Ferien sind, gehen die in den Hort, weil sie ja wissen, wenn sie spielen und wenn sie mit den Deutschen, das ist das Einfachste, Freundschaften zu bilden. Die sehen sich alle nach Freunden, ja, dass sie deutsche Freunde haben. Und das klappt ganz gut. Da muss ich sagen, ziehe ich vor den Grundschullehrern jetzt mal den Hut. Wir haben es noch so, dass wir erst wenige integriert haben. Mühlendorf-Oberschule in Teltow, das ist eine Oberschule und auch an die Gesamtschule. Und die wollen auch. Mit dem einen haben wir Probleme, aber das ist mehr so, weil er sehnt sich nach Freunden. Aber wenn man mitten in den Schuljahr reinkommt, ist es bei Jungs manchmal nicht so einfach. Mädchen sind da irgendwie offener, aber das kriegt man sicher auch noch hin. Also es ist eine Herausforderung, aber ich denke mal, die Kollegen gehen da ganz, ganz offen. Sie reden auch offen und wir werden von anderen Schulen eingeladen, zum Beispiel vom Weinberg-Gymnasium. Da gehen wir hin, dann machen wir mal einen Vormittag zusammen Sport. Jetzt haben sie gesagt, sie wollen doch mal mit den Matheunterricht rein. Sagen wir, alles möglich, wird organisiert, gehen wir mal mit den Matheunterricht rein. Sodass die, und da war vorher Angst. Die Eltern hatten Angst um ihre Mädchen. Da habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und da hat die Lehrerin hat dann sofort organisiert, seitdem wird darüber überhaupt nicht mehr gesprochen, dass da was passieren könnte mit den Mädchen. Ja, also solche Begegnungen sind unwahrscheinlich wichtig. Und ja, es gibt Probleme, machen wir uns nichts vor, weil auch es ist schwer, zum Beispiel so einfache Sachen wie Pünktlichkeit ranzukriegen. Ne, da werde ich noch informiert. Also du hast uns den Islam geschickt, aber von Pünktlichkeit hat er keine Ahnung und so weiter und so fort. Aber ich denke mal, da kämpfen die Lehrer mit und ziehen sie mit und versuchen, das da eben mit zu erziehen. Gibt's deutsche Schüler genauso, ja, die da Probleme haben. Nee, aber es ist so, jeder kämpft da mehr oder weniger für sich, aber die Bereitschaft ist durchaus vorhanden, muss ich sagen. Ja, ich wollte mal kurz das aufgreifen, was du gerade gesagt hast, dass es gerade eine Infragestellung der Grundverabredungen gibt. Was ich gerade merke, ist eine Radikalisierung der Straße, der Bevölkerung, und dass es nicht nur eine Grundverabredung in Frage gestellt wird, sondern tatsächlich gerade einen Kampf um moralische Deutungshoheiten gibt und dieser Kampf auch tatsächlich von unten nach oben geführt wird und dass die Politik meiner Meinung nach gerade der Straße hinterherläuft, hinterherhechelt und ihre Grundannahmen, die sie ja haben, durchaus auf dieser Ebene, der Straße oder der Realität der Straße eben hinterherhinkt und dieses und sozusagen so ein affektives Reagieren stattfindet auf eine Situation, die sich ganz, ganz, ganz tief schon in der Bevölkerung festgesetzt hat.
Und was du vorhin angesprochen hast, genau das jetzt gerade aufzeigt, dass wir uns gerade über, auf der Straße auch entscheiden können, Barbarie oder humanistische Bewegung, bleiben wir da bei unseren Moralvorstellungen oder gewinnen die, die sagen, das machen wir mit Bombenbauanleitungen und Brandsätzen. Ja, und das ist das, was auf der Straße stattfindet. Und das übrigens führt auch zu einer Radikalisierung der Gegenbewegung. Definitiv. Das erlebe ich auch gerade. So, und das ist jetzt was, weiß ich nicht, ob man das auch da auf dieser Ebene wahrnimmt und wie du das gerade einschätzt. Nee, also wir haben bei uns immer mal wieder diskutiert, erleben wir gerade einen kompletten gesellschaftlichen Rechtsruck oder eher eine Polarisierung? Und ich finde, die Antwort darauf fällt nicht ganz eindeutig aus, weil elektoral kann man schon sagen, es ist ein Rechtsruck. Also wenn du dir die letzten Wahlergebnisse anschaust, sind deutlich mehr Parteien mit einer eher rechten Position gewählt worden. Vom Medien- und öffentlichen Diskurs gibt es auch eine Rechtsverschiebung. Das liegt aber auch daran, sage ich mal, die vielen ehrenamtlichen Helfer, wenn die einen Tag lang in der Kleiderkammer oder mit geflüchteten Kindern zugebracht haben, die haben keine Zeit mehr, bei Twitter Hetze zu machen. Die AfD-Anhänger und Pegidisten, die haben halt Zeit. So, also das sind sozusagen eher sozusagen Typen, die richtig viel Zeit haben, so, ansonsten keine Verpflichtung und deswegen richtig schön die gesellschaftliche Stimmung und deswegen auch sehr laut und sehr wahrnehmbar sind. Und manche halt dann auch Lautstärke mit Mehrheit verwechseln. So. Also das gibt schon auf der Diskursebene diese Rechtsverschiebung. In der Bevölkerung bin ich mir nicht sicher. Ich habe eher den Eindruck, es gibt in der Tat eine Radikalisierung auf den Rechten, der also in Richtung Entmenschlichung und Barbarisierung. Es gibt auch eine Polarisierung im Sinne von mehr Aktivitäten für Menschlichkeit, die sind aber halt in der politischen Auseinandersetzung gerade nicht so stark wahrzunehmen. Wir haben das immer wieder erlebt, wenn es so Aufrufe und Bündnisse gab, zum Beispiel gegen die jetzt Asylrechtsverstümmelung, dass viele Initiativen sagen, super Sache, wir haben keine Zeit, wir müssen hier das Überleben der Leute organisieren. Und das ist echt eine ganz komplizierte Situation, weil man kann sagen, der Neoliberalismus erschöpft seine Gegner. Ganz viele linke oder humanistisch eingestellte Menschen bringen gerade nicht nur ihren Urlaub, sondern ihre gesamte Freizeit darin, andere Menschen sozusagen irgendwie denen das Überleben zu ermöglichen. Sei es, dass die, sozusagen, also wir hatten jetzt Kollegen in der Fraktion, die haben den gesamten Weihnachtsurlaub zugebracht, um in Griechenland Leuten zu helfen. Andere fahren aufs Mittelmeer und Menschen vorm Ertrinken zu retten. Und so leisten da ganz viel Arbeit, wo man sagt, Mensch, eigentlich müssten wir die soziale Revolution planen, aber wir müssen jetzt gerade irgendwie den Menschen sozusagen vom Erfrieren oder vom Verhungern retten. So, das ist irgendwie gerade die dringendere Aufgabe. Aber man macht so Aufgaben, wo man denkt, Mensch, das müsste doch eine staatliche Seite garantieren. So, das leisten gerade die Ehrenamtlichen. Die haben dann aber auch bloß noch bedingt die Möglichkeit, sich politisch zu artikulieren. Da sehe ich jetzt schon die Aufgabe einer linken Partei, Kraft, Stiftung darin, genau da eine, und das findet ja auch statt, Vernetzung, Politisierung mit zu unterstützen und das stärker hörbar zu machen. Und auch deswegen, um jetzt mal vielleicht auf so einen innerparteilichen Diskurs zu kommen, finde ich es so wichtig, dass wir deutlich machen, unsere Aufgabe besteht genau darin, wie das Andrea gesagt hat, diese Grundwerte zu verteidigen. So. Und dass es da kein opportunistisches Wanken und Weichen geben darf, weil das wird uns erstens halte ich es, kann ich es vor mir selber nicht rechtfertigen. Zweitens wird es uns auch wahltechnisch nichts bringen. So, weil es gibt ja einen Teil, es gibt den einen radikalisierten rechten Teil, es gibt einen aktivierten Teil, der aber gerade nicht so sehr im politischen Diskurs auftaucht, aber unglaublich menschlich aktiv ist und wahnsinnig Tolles leistet. Und dann gibt es, würde ich sagen, noch einen Teil in der Mitte, der verunsichert ist. Wenn die verunsicherte Mitte aber erlebt, dass alle anderen quasi die Problembeschreibung und Deutungsmuster der Rechten übernehmen, wird es dazu führen, dass die noch stärker nach rechts rücken. Und so, also das heißt, perspektivisch würde sich jede linke Kraft damit nach und nach das Wasser und ihr eigenes Land abgraben, wenn der gesellschaftliche Stimmung sich noch weiter nach rechts verschiebt. Also ja, ich würde sagen, es ist ein richtiger, wirklicher Kampf, vielleicht sogar Kulturkampf, ja, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen. Und die Bedingungen für uns sind nicht einfach, weil die Angriffe deutlich zunehmen. Andererseits dadurch, dass es diese Aktivierung gibt im Bereich der Menschlichkeit, kann man sagen, gut, vielleicht ist das auch eine Basis, wo man, das versuche ich dann auch im Buch zu beschreiben, sagt so, und jetzt gibt es halt den Aufbruch, der allen zugutekommt und wo man sagt, wenn sich eh alles verändert und alles zur Disposition steht, dann macht man nicht einfach weiter so, sondern dann vielleicht eine Rückbesinnung auf Sozialismus oder Barbarei oder halt diesen Aufbruch zu einer neuen solidarischen Gesellschaft.
vorhin durfte ich noch ohne Mikro. Katja, ich würde gerne mal von dir hören, aus deinem Ursprung, dort wo du herkommst, ob du eine Idee hast, also neben dem, was wir alle wissen, wie die sächsische Regierung agiert hat oder immer noch agiert, eher nicht offensiv, weshalb Dresden dieses Pegida-Phänomen hat. Man könnte es sich leicht machen, aber das mache ich nicht. Man könnte sagen, es war schon immer das Tal der Ahnungslosen. Aber es ist schon erstaunlich. Also es ist Dresden und es ist zum Teil auch Leipzig. Gut. Sie schaffen es ja in der Qualität, in Anführungsstrichen, nicht in Potsdam, nicht in Berlin oder in anderen Großstädten. Warum Dresden? Ja, die Frage treibt mich echt um. Und das ist so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, da kann manchmal Kunst Sachen besser auf den Punkt bringen, als es Politikerinnen jemals können. Ich finde, es gibt wirklich zwei Theaterstücke von Volker Lösch. Das eine heißt Mythos Dresden und das andere ist, was gerade aktuell läuft, der Graf von Oederlein / Wir sind das Volk. Also Volker Lösch arbeitet ja immer so mit auch einem Bürgerinnenchor, wo Menschen dann mit Texten, die real in Dresden gesprochen worden oder aufgeschnappt sind, wird dann von einem Chor etwas entfremdet, ästhetisch total anspruchsvoll aufgearbeitet und verarbeitet und man kriegt ein Gespür für die Stimmung. Und in dem Theaterstück, was er früher inszeniert hat in Dresden, Mythos Dresden, gab es so eine Szene, das spielte halt dann die Bombardierung Dresden im 45 und dann gibt es diese Szene, wo dann Leute hinstellen, ja, selbst die Ruinen sind hier schöner als in anderen Städten und so, ja, also ich finde, das fängt gut eine Stimmung, aber ich würde sagen, diese Beschreibung, was so eine Atmosphäre in Dresden anbelangt, die kann ich nur der Kunst überlassen und dann, das muss man ansehen, dann hat man das Gefühl, man spürt einiges, so, was man jetzt als Politiker nur mit Plattitüden beantworten könnte. Das Zweite ist in der Tat, dass die sächsische Landesregierung eine Atmosphäre geschaffen hat, wo antifaschistisches Engagement immer diskriminiert worden ist. Das dritte Momentum ist, es gibt ein bisschen Zufall, weil es gab halt in Dresden ein Netzwerk von Leuten, die sich sozusagen immer getroffen haben, die auch eine gewisse Infrastruktur zur Verfügung hatten, unter anderem, weil sie in gewissen Fansportnetzwerken drinne waren und dann sofort Security-Zusammenhänge hatten. Also da gab es ein paar Bekanntschaften und Kumpeleien, die halt sofort auch schnell Zugang zu Leuten hatten. So, und natürlich die Art und Weise, wie das, ich meine, das Verrückte war ja, das muss man vielleicht nochmal erzählen, die Entstehungsgeschichte von Pegida, Bewegung der Patrioten sozusagen, gegen die Islamisierung des Abendlandes war, weil es eine kleine Demo von Kurden gab. Zu dem Zeitpunkt, wo die Kurden, die YPG-Truppen, die einzigen waren, die erfolgreich sich dem IS, also dem wirklichen, dem islamischen Staat, in den Weg gestellt haben, wollten die Kurden demonstrieren für die Aufhebung des PKK-Verbotes. Also quasi eine zutiefst sozusagen die Kraft, die gerade dem islamischen Fundamentalismus die Stirn bietet. Und sie haben sich gegen diese kurdische Demo gewehrt und haben das sozusagen als Islamisierung des Abendlandes betrachtet. Also es ist total absurd und falsch und irre, ja, aber das hat nicht daran gehindert, so erfolgreich zu werden. Ja, und um zu sagen, das spielt ein bisschen Zufall rein, hat ein bisschen was mit der Atmosphäre und der Stimmung in der Stadt zu tun und aber auch, glaube ich, mit politisch Verantwortlichen. Und inzwischen merken das die auch in der Rathausspitze, dass sie ein Problem haben, weil Wissenschaftler bewerben sich weg, die guten Köpfe. Die Messe sozusagen kriegt Absagen, das Hotelgewerbe kriegt Absagen. So, also man kann, also ich finde, das wäre alles schlimm, auch wenn es das nicht gäbe, man kann nur sagen, Rassismus führt zu wirtschaftlichen Verlusten. Ja, vor allen Dingen, ich glaube, das Problem, dass sie so stark geworden sind, weil auch lange Zeit führende Köpfe sich nie klar Kante gezeigt haben, sondern es war immer so, naja, die sind ja, also es gab auch ein paar Genossen, gar nicht böse, die haben diskutiert, na guck mal, die sind auch für direkte Demokratie wie wir. Na, da fängst du, ja, dann habe ich gesagt, aber meine Vermutung war immer, wenn die für Volksentscheide gegen Asylunterkünfte sind, dann liegt die Betonung nicht auf für Volksentscheide, sondern auf gegen Asylunterkünfte. Und das hat man auch gesehen, weil es hat dann die eine Frau von Pegida, die Katrin Oertel, sich abgespalten und gesagt, ich mache jetzt eine Bewegung der Bürger für Volksentscheide.
Na, da kam 200 einen Montag und danach kam niemand mehr. Also da hat man gesehen, offensichtlich waren in die Volksentscheide nicht so wichtig. Der Kitt, der Pegida zusammenhält, ist sozusagen eine zu tiefe Verachtung sozusagen gegenüber anderen Menschengruppen. Und sehr interessant auch zu beobachten, wenn man da ihr Papier durchliest, da steht ja so drin, ja, Kriegsflüchtlinge müssen aufgenommen werden, wir wollen ja nur die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge. Ich halte ja von der Einteilung nichts, aber sozusagen, das Spannende ist nur, in dem Moment, wo der rassistische Mob wütet, und der hat kurz danach in Heidenau gewütet, wurde eine Flüchtlingsunterkunft angegriffen, wo über 70% Menschen waren, die gerade aus Syrien aus einer Bürgerkriegssituation geflohen sind. Also das muss man, da soll man sich nichts einreden lassen, dass es irgendwie nur gegen spezielle Flüchtlingsgruppen geht. Wenn der Mob sozusagen dann ist, dann trifft es alle. So. Und dann wird auch nicht geschaut, ist das jetzt eine wissenschaftliche Hilfskraft, die hier gerade ist, mit einer dunkleren Hautfarbe, sondern dann sozusagen ist alles, was nicht blond und blauäugig ist, sozusagen gilt. Und die Kreise der Gruppen, die angegriffen werden von Pegida, nehmen auch zu. Ich hatte jetzt mal ein Treffen mit Mitarbeitern vom MDR, und der MDR ist jetzt, also das ist wirklich kein linker Sender, ist kein Punk-Rock-Sender, ja, so, also so, ne, aber selbst die Mitarbeiter, die mit dem MDR-Auto vorfahren, werden angepöbelt und angegriffen, so, ja, also der Kampf auf die Linke ist eh schon ausgerufen, also Linke, Flüchtlinge, Nichtdeutsche, Journalisten, jetzt wird das letzte Mal über Juristen gehetzt und so, also es hat mich an so ein altes Gedicht erinnert hier, als sie die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, denn ich war kein Kommunist, als sie die Sozialdemokraten und so, und die Gruppen, ja, genau, ne, und die Gruppen, die halt angegriffen werden, ziehen immer neue Kreise, deswegen sage ich auch immer jeden, wähnt euch nicht in Sicherheit. Wenn sozusagen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, und Rassismus ist eine besondere Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und Verachtung vor dem Leben und die Aufgabe der Empathie, wenn das einmal um sich greift, kann es jeden und jede treffen. Und deswegen ist es unsere aller Aufgabe, dagegen vorzugehen und immer wieder Flagge zu zeigen. Moritz hat schon das Mikro. Ich habe eine persönliche und eine politische Frage, die mich auch selber gerade umtreibt. Erstmal die persönliche Frage. All die Sachen, die jetzt passiert sind, AfD, Pegida, haben die euer Menschenbild beeinflusst? Weil persönlich, also ich weiß nicht, bei mir hat einfach zu sehen, welche Reaktionen so hervorgerufen werden, was auch für Ressentiments und für Hass in Menschen drin ist, das hat zumindest mein Menschenbild schon so ein Stück weit verschlechtert. Da die Frage an euch, ob das auch der Fall war. Und die politische Frage, es wurde ja gesagt, wir haben die Protestwähler verloren. Sarah Wagenknecht hat auch gesagt, wir müssen wieder die Adresse für Protest sein. Wie macht man genau diese Differenz, dass man sagt, okay, wir wollen Protest, aber wir wollen nicht einen Protest, der sich in irgendeiner Form gegen Menschen, gegen Gruppen oder Ähnliches richtet. Also wie macht man genau diese Abgrenzung? Also die Frage nach dem Menschenbild, ich habe da ein Gegengift, und das heißt, dich mit den Fluchthelferinnen immer wieder zu treffen, und wenn du siehst, was die leisten, also ich habe auch im Buch, beschreibe ich auch ein paar Kapitel, wenn ich so sehe, das sind teilweise Leute dabei, das waren keine Berufsrevolutionäre, so, sondern das sind welche, die jahrzehntelang nichts mit Politik am Hut hatten und auf einmal los sind, und was die leisten und unter was für Bedingungen sie Großartiges leisten, wo irgendwie staatliche Stellen, wo alles an Infrastruktur da ist, versagen. Und die sagen so, da merke ich, es gibt auch ganz vielen, vielen Menschen so eine tiefe Begeisterung, einfach Mensch sein zu können. So, und deswegen hat mich eher die jetzige Entwicklung daran bestärkt, dass in den Menschen beides angelegt ist. Ganz, ganz tiefe Abgründe und unglaublich tolle, edle Seiten. So, ja. Also das so zum Persönlichen. Genau, und ich hatte jetzt halt Glück, also klar, ich habe ganz, ganz viel schlimme Sachen bis Morddrohungen und so weiter mitbekommen. Ja, das man sieht die Abgründe, aber ich habe mich dann halt auch beim Schreiben auf das fokussiert, was ich wirklich an tollen Seiten gesehen habe und was mich auch immer gerade motiviert und wo ich auch Hoffnung herziehe. Und was das jetzt für unsere Partei heißt, also ich glaube, bei uns in der Linken, wie glaube ich in allen anderen Parteien, gibt es immer nach jeden Wahlen eine Auswertung. Und bei diesen Wahlen kann man jetzt mal, ich karikiere etwas, um es kenntlich zu machen, Folgendes beobachten. Diejenigen, die immer schon fanden, wir müssen mehr auf Regierungsbeteiligung gehen, lesen aus den Wahlergebnissen heraus, man müsse jetzt deutlich sozusagen mehr Regierungsbeteiligung machen. Diejenigen, die für mehr soziale Bewegung sind, lesen aus den gleichen Wahlergebnissen, wir müssen deutlich mehr Protest, mehr soziale Bewegung machen und weniger Regierung. So.
das ist immer aus denselben Ergebnissen, immer die gleichen, es ist immer so die analytische Tiefe etwas fragwürdig. Und das Spannende war, dass in der Parteivorstandssitzung nach den letzten Wahlen, die jetzt für uns wahrlich, also nirgendwo übrigens, in Anlass zur Freude waren, das nicht stattgefunden hat, sondern sehr nachdenklich. Und das finde ich, ist dem auch gerecht geworden, weil die letzten drei Landtagswahlkämpfe waren drei komplett unterschiedliche. Wir hatten einmal komplett auf Rot-Rot-Grün im Regierungsprogramm. Wir hatten mit Baden-Württemberg eher auf Sozialpolitik und unsere Kernthemen und in Rheinland-Pfalz eher orientiert mit provokativen so Sachen. So, und nirgendwo haben wir es in dem Maße gezogen. Oder wir hatten dieses Problem, dass die sozusagen, wir selbst dort, wo wir absolut dazugewinnen konnten, es prozentual uns nichts gebracht hat. Deswegen verbieten sich ganz einfache Antworten. So. Was man aber sagen kann, ist, dass diejenigen, die uns gewählt haben jetzt, in dieser Situation wussten um unsere Position in der geflüchteten Frage, dass wir eben dort nicht die AfD-Position haben. Und wenn wir jetzt sagen würden, weil wir halt, also Wolf Gallert hat das immer gesagt, man darf nicht nur an die 20.000, die jetzt zur AfD gewechselt sind, sondern auch an die 190.000, die uns weiterhin gewählt haben. Wenn man jetzt eine komplette Kehrtwendung macht, man davon, ich halte das politisch für total unverantwortlich, aber wenn man es rein wahltaktisch einmal durchspielt, heißt das erstens nicht, dass wir die alle wieder zurückgewinnen, aber es heißt womöglich, dass wir ganz viele von den 190.000 verlieren. Das heißt, es wäre aus wahltaktisch einfach nicht klug. Was man aber jetzt machen kann, ist natürlich nicht einfach weiter so wie bisher, weil man muss das schon sehr genau schauen. Und es gibt eine Idee, die ich jetzt gemeinsam mit Bernd entwickelt habe, die wir auch dem nächsten Parteivorstand diskutieren wollen. Es braucht schon so eine neue Art der Ansprache. Und da würde ich gern alle, die auch demnächst für den neuen Parteivorstand kandidieren, darauf verpflichten zu sagen, wir müssen wirklich sowas, also die Frage Häuserkampf neu definieren, eine neue Zuhöroffensive starten, wo wir wirklich sagen, man geht rein in soziale Brennpunkte und zwar von Haustür zu Haustür und sucht das Gespräch. Weil es gibt in der Tat eine gewisse Schicht und ein Milieu, die kommt zu kaum einer politischen Veranstaltung. Das ist so. Und die wird offensichtlich nur noch über so eine ganz, sag ich mal, tiefe sozusagen, das ganz so Sachen wie Rassisten, also die werden noch angerufen, womöglich durch eine rassistische Mobilisierung, aber kaum noch sozusagen durch eine sonstige politische Veranstaltung. Und da sozusagen reinzugehen in soziale Brennpunkte, von Haustür zu gehen, die Gespräche zu suchen, das aber immer möglich zu verbinden mit einem aktivierenden Moment. Was kann man dort selber machen? Da muss man auch schauen, was es in den einzelnen Vierteln womöglich schon gibt, dann Initiativen, wo man zurückkoppeln kann. Das wäre jetzt so ein Ansatz, den wir haben und auch klar sagen, wir wollen im nächsten Bundestagswahlprogramm erstellen, was ist denn für Ihre Lebenssituation, was ist denn wirklich für Sie wichtig? Und dann muss man halt das ein bisschen vorbereiten, wenn dann jemand sagt, naja, die Ausländer sind ein Problem, weil dann habe ich demnächst höhere Krankenkassenbeiträge, dann muss womöglich erstmal mit einer Gegenfrage antworten und sagen, ja, woher nehmen Sie denn die Gewissheit, dass selbst wenn wir ganz unmenschlich sind und sagen, die Kinder in Idomeni sollen alle verrecken, ist uns egal. Wir lassen niemanden mehr rein. Wenn wir uns für diesen Weg entscheiden, woher nehmen Sie denn die Gewissheit, dass Sie auch nur einen Cent mehr bekommen? Wer gibt Ihnen denn die Garantie, dass nicht diese Bundesregierung dann die eingesparten Gelder einfach nutzt, um den Spitzensteuersatz für Millionäre zu senken? Da werden sich ein paar Millionäre freuen, aber dass Sie deswegen niedrigere Krankenkassenbeiträge haben, diese Garantie haben Sie nicht, oder? Oder woher nehmen Sie diese Garantie? So, ich glaube, womöglich muss man dann einfach mit dieser Frage was in Gang setzen. Und zum Zweiten noch als Herangehensweise. Ich glaube, dass nicht die Frage ist, machen wir jetzt Protest oder Regierungsbeteiligung, sondern die Frage ist der Gestus, mit dem wir auftreten. Also ich plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. In Dresden waren wir immer in der Opposition, jahrelang in der Stadtratsfraktion. Und wir waren so sehr Opposition, dass sozusagen Teile damals der Stadtratsfraktion, mit denen ich mich sehr politisch bekämpft habe, halt dann den Totalverkauf der WOBA mitgetragen haben. Also die waren zwar formal in der Opposition, waren aber sowas von staatstragend, also gesamten neoliberalen Privatisierungskonzept mitgetragen haben. Da nützt ja die gesamte Oppositionsarbeit nichts so. Gleichermaßen fand ich, um jetzt mal ein positives Beispiel zu nennen, Bodo Ramelow in einem Zeitpunkt, wo alle nur darüber reden, in Europa die Mauern hochzuziehen, zu sagen, also ich habe das hier bei mir ganz genau geprüft, total realpolitisch, ich kann 2000 Leute aus Idomeni aufnehmen, das dreht auf einmal die Sprechweise drüber, weil dann fragt man sich ja, wenn das kleine Thüringen das kann, warum können das jetzt nicht vielleicht andere so, ja, also da, und deswegen finde ich so, das Entscheidende ist, du brauchst eine klare Haltung und aber natürlich auch ausstrahlen, wir können das auch, nicht nur so, das denke ich ist sowas, woran wir arbeiten müssen, diese neue Tonalität einzuschlagen, sehr rebellisch und sozusagen verlässlich in der Grundüberzeugung,
auch nicht immer in dem sprechen, dem alle sprechen und gleichzeitig aber auch womöglich Umsetzungskompetenz auszustrahlen. Na, warte mal, die ging ja an uns beide, deswegen wollte ich schon ein paar Sätze dazu sagen. Also ich bin politisch da ziemlich nah bei Katja und ich habe, ja, ne? Ja. mich eigentlich auch nicht, ja. Insofern, ich will vielleicht noch einen Aspekt reinbringen, über den ich jetzt vor allem seit den Landtagswahlen, die wir da erleben mussten, nachdenke. Der eine oder andere weiß, dass ich komme ganz ursprünglich mal aus Sachsen-Anhalt. Und wäre ich da wohnen geblieben, würde ich jetzt in einem Wahlkreis wohnen, den die AfD gewonnen hat. Das sage ich jetzt nicht. Ich habe da eigentlich gerne gelebt. Meine Eltern wohnen da aber noch. Und meine Eltern sind so klassische Wendeverlierer. Also meine Mutter ist 1990 arbeitslos geworden, mein Vater ist 1991 arbeitslos geworden. Meine Mutter wurde dann irgendwann zur Baumschulgärtnerin degradiert, obwohl sie zu DDR-Zeiten wirklich einen guten Job in der Chemieindustrie hatte und so weiter. So, die sind jetzt beide Rentner und die haben mir neulich gesagt, oh Andrea, wir sind jetzt reiche Rentner, wir haben jetzt 1500 Euro monatlich zusammen. Und das ist aber die Lebensrealität von ganz, ganz vielen Menschen in Sachsen-Anhalt. Für jetzt viele andere Bundesländer kann ich da nicht reden, also für den Westen kann ich nicht reden, aber auch in Sachsen-Anhalt, aber auch in Brandenburg. Und wir haben als Linke immer gesagt, die Leute unterliegen einem sozialen Stress. Und die Leute, gerade diejenigen, die tatsächlich mit in Hartz IV, SGB II-Bezug sind, werden auch ein Stück weit gesellschaftlich ausgegrenzt. Und die haben sich aber inzwischen irgendwie eingerichtet mit meinen Eltern 1500 Euro monatlich, wo jeder sagt, das ist extrem wenig Geld. Und sie sagen aber, sie sind reiche Rentner. Und die haben aber den sozialen Stress, dass wenn sich da nur ein bisschen was ändert, wenn das Auto kaputt geht, wenn der Kühlschrank kaputt geht, wenn, keine Ahnung, die Wohnung gekündigt wird und sie woanders hinziehen müssen, dass auf einmal das, wo sie sich drin eingerichtet haben, das auf einmal wegbricht und dann ihre 1500 Euro eben nicht mehr reichen. Und ich glaube, das ist eine Lebensrealität, wo ein solcher sozialer Stress ist und wo die auch sagen, Leute, wir sind hier auch seit 25 Jahren, wir hatten da Hoffnung und wir sind immer wieder enttäuscht worden. Und da gibt's, also ich würde das nicht Politikverdrossenheit nennen, aber das ist, glaube ich, auch ein Stück weit eine Verdrossenheit von dieser Gesellschaft. Weil sie haben den Eindruck, und wenn wir ehrlich sind, haben wir das auch immer gesagt, dass eben Hartz IV nicht ausreicht für eine gesellschaftliche Teilhabe am Leben. Möglicherweise gibt es aber auch Menschen, die sich genau deshalb auch ein Stück weit außerhalb dieser Gesellschaft fühlen. Und vielleicht ist das auch eine Erklärung für das, was wir vorhin ansatzweise andiskutiert haben, dass sie sagen, dann interessieren mich eure Grundvereinbarungen aber auch nicht mehr. Ich will nur, dass sich sozusagen in dem, wie es gerade bei mir ist, dass sich da nichts ändert. Weil wenn sich da irgendwas ändert, dann funktioniert das hier nicht mehr. Und ich glaube, darauf brauchen wir eine Antwort. Ich habe die nicht. Aber ich glaube, diese Debatte müssen wir führen. Was machen wir eigentlich mit denjenigen, die gerade so in diesem Land überleben können, die gesellschaftlich nicht wirklich teilhaben können? Was ist denn die neue soziale Idee, von der wir immer geredet haben? Also wie sichern wir denjenigen tatsächlich Lebensperspektiven, dass sie den Eindruck haben, sie gehören dazu, zu dieser Gesellschaft? Sie sind eben nicht die Ausgegrenzten. Und wo sie diesem sozialen Stress, den sie nicht, dem sie gerade unterliegen, ein Stück weit entkommen können. Ich glaube, das ist möglicherweise, kommt man auch zu relativ radikalen Antworten. Also ich bin immer nicht so, zum Beispiel, möglicherweise auch zu anderen Antworten. Ich glaube aber, dass wir genau darüber nachdenken müssen. Ich weigere mich, die Debatte zu führen, kriegen wir AfD wieder, wenn wir ein bisschen, jetzt mal ein bisschen von unserer Flüchtlingspolitik abrücken. Das wird uns nichts helfen, weil, das hat Katja schon ausgeführt, die Leute wählen sowieso das Original. Das erlebt übrigens auch gerade die CDU, ne? Da, wo sie versucht, auf den Zug aufzuspringen. Deswegen, glaube ich, müssen wir bei unserer ureigensten Schlüsselkompetenz, und das ist das soziale Ansetzen, und da müssen wir genau über diese Fragen nachdenken. Das vielleicht als Ergänzung, das geht ein Stück weit in die Richtung, aber vielleicht ist nochmal ein anderer Aspekt. Und dann zu dem Persönlichen, also ich gebe zu, man kann manchmal
bei so Einwohnerversammlungen oder so ein Stück weit den Glauben an das Gute verlieren. Ich weiß gar nicht so richtig, ob das ein Mechanismus ist, den ich mir angeeignet habe. Ich habe genau zwei Sachen. Das eine ist das, was Katja sagt. Wir erleben hier in diesem Land seit über einem Dreivierteljahr eine Bewegung. Und das ist eine Bewegung, wo Menschen sagen, ich tue etwas für andere und ich opfere dafür meine Freizeit. Und das klang bei dir ein bisschen an, aber wenn man mit den Leuten redet, die haben auch wirklich für nichts anderes mehr Zeit. Das ist eine opferungsvolle Tätigkeit, nicht nur bei den Ehrenamtlichen, sondern wirklich auch bei denjenigen in der Flüchtlingsarbeit, also auch den Hauptamtlichen. Und das ist hier gerade eine Bewegung, mit der niemand von uns gerechnet hat. Also wenn ich euch vor einem Jahr gesagt hätte, also übrigens, wenn hier ein paar mehr Flüchtlinge kommen, dann werden auf jeden Fall in jedem einzelnen Dorf in diesem Land Brandenburg Menschen da sein und sagen, wir machen hier Flüchtlingsarbeit, wir kümmern uns. Dann hättet ihr mir alle gesagt, schön Mädel, träum mal weiter. Es ist aber so. Und ich glaube, das ist ein Unterschied im Übrigen auch zu Anfang der 90er Jahre, wo wir ja schon mal eine sehr, sehr schwierige Situation hatten. Da gab es aber genau diese Bewegung nicht. Und es ist auch das, was mir Hoffnung macht. Weil das ist auch anstrengender, als einmal in der Woche hier in Potsdam zu Pugida zu gehen. Und selbst die, und die werden immer weniger. Ne? Insofern ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass diese Bewegung auch den längeren Atem hat, dass sie quasi mehr tut für ihre Grundüberzeugungen. Das können wir schon sehen, weil sie, wie gesagt, das sehr, sehr viel anstrengender ist. Und das Zweite, was mir hilft, ist dann an der Stelle tatsächlich meine Partei. Ich bin jetzt seit, oh Gott, 20 Jahren in diesem Laden. Und ich glaube, ich war noch nie so nah bei meiner Partei wie bei solchen Veranstaltungen, aber auch in diesen ganzen Fragen. Also wir haben uns irgendwie, was wir uns in dieser Partei schon gestritten haben, über bedingungsloses Grundeinkommen, über wie gehen wir mit dem Rechtsextremismus um, über die Friedensfrage. Ne? Ich erinnere da an so Parteitage, die ja auch so ein bisschen schiefgegangen sind und so. Das haben wir alles gemacht, aber mein Eindruck ist, diese Frage, wie gehen wir mit Geflüchteten um, mit der aktuellen Situation, da sind wir uns aber sowas von einig. Und ganz ehrlich, das gibt mir ganz, ganz viel Kraft und da ertrage ich es dann auch, mich von 100 Leuten in einem Saal beschimpfen zu lassen, weil ich jetzt gerade irgendwie eine Einzelposition vertrete. Das ist so der zweite persönliche Punkt, der dann aber auch eigentlich schon wieder politisch ist. Es verbieten sich einfache Antworten, Katja Küpping. Also, es verbieten sich einfache Antworten, Katja Küpping. So habe ich die eigentlich immer erlebt, auf vielen Veranstaltungen. Und ich betone das deshalb, weil ich es unverschämt finde und auch Diskriminierung, wenn in einem Leserbrief im ND am 29. März diesen Jahres Peter Suhren ist ein Hamburger, vermerkt, und ich muss das vorlesen, Katja Küpping reagiert fast immer hysterisch, wenn sie in Talkshows mit anderen Meinungen konfrontiert wird. Also die Empörung darüber möchte ich nicht noch weiter unterstreichen. Ich sage das deshalb nur, weil ich dich immer erlebt habe als ein Sinnbild für seriöse und kulturvolle Aufklärung. Und dass du dabei meine Sympathie behältst, wenn das auch manchmal mit Temperament untersetzt ist, will ich gerne an dieser Stelle gesagt haben. Ich sag mal, vielen Dank, das freut mich natürlich, so ein Rücken, gibt auch Rückenwind. Ich muss euch auch sagen, ich diskutiere das auch echt mit den Leuten in meinem Büro ganz intensiv in Talkshows. Wie gehen wir damit um? Zum Beispiel mit der Frage, Leute zu unterbrechen. So, weil ich bin eigentlich so ein sehr höflicher Mensch, dass man Leute nicht unterbricht. Aber ich finde, es gibt immer wieder Situationen in Talkshows, wo du das Gefühl hast, erstens, die Fragestellung ist schon falsch.
da müsste man schon dem Moderator, tut mir leid, sich stellen, gerade die Frage, also so, ne, zum Beispiel, wenn die nach Köln alle fragen, müssen wir jetzt um deutsche Frauen zu schützen, Ausländer schneller abschieben, wo ich sage, Entschuldigung, natürlich müssen wir Frauen schützen, aber das wird auch nicht durch schnelleres müsste man eigentlich damit anfangen. Dann erzählen alle Leute und jeder irgendwie erzählt, was falsch ist, dann hast du immer das Gefühl, es gibt Situationen, gerade in der Zuspitzung, wo Schweigen auch als Zustimmung gewertet wird. So. Und dann gibt es ja, das ist ja noch das Fiese in unserer Gesellschaft, dass sie nicht nur sozusagen meistens, also die Moderator meistens einen falschen Zeitgeist folgen, sondern es natürlich auch sehr patriarchal geprägt ist. Es gibt ja so eine Untersuchung, dass wenn Frauen irgendwie nur ein Viertel der Redezeit haben, alle finden, die hat auch heute wieder viel geredet. So. Ja, und das haben wir auch bei Talkshows danach analysiert, so dass selbst Moderatorinnen Frauen viel häufiger unterbrechen, schon nach einer kurzen Zeit, wo ich weiß, so ich muss schon, der erste Satz muss schon so sein, dass man eigentlich danach unterbrochen werden kann, weil du immer damit rechnen musst. Und es ist halt, ja, wenn du aber Leute mitnehmen willst zum Argumentieren, das merkt ihr auch, da muss man vielleicht mal eine Geschichte erzählen oder erstmal mit einer Frage starten oder so, dann, gerade wenn es kompliziert ist. Und das finde ich ist halt ganz oft, also das ist ja häufig in der Talkshow so der Raum, wo noch so große politische Fragen, nicht große, aber politische Fragen behandelt werden, wo schon das ganze Setting so ist, dass es eine systemkritische Perspektive total schwer hat. So, und wo es für mich immer eine Abwägung ist, wie geht man da rein? Ist man höflich oder muss man manchmal, und jetzt, also bei Petri war es dann so, da habe ich das richtig mir mal vorher angeschaut und studiert. Und meine These ist, dass die AfD so einen Aufwind hat, liegt auch daran, dass die Medien denen nicht gewachsen sind. So, dass sie das Setting so ansetzen, dass die AfD immer in der Vorderhand ist, selbst wenn es gar nicht, weil die das wollen, die Medien, die verstehen nicht, wie das funktioniert. So, dass es gar, also dass man bewusst sie mit anderen Fragen konfrontieren muss, so dass man zum Beispiel wie Frauke Petri nicht durchgehen lassen darf, dass sie man fragt sie zu rassistischer Gewalt und sie fängt an zu schwadronieren, dass es ja einen Unterschied zwischen Migration und Wirtschaftsflüchtlingen gibt, wo man sagt, aber es war doch gerade gar nicht die Frage, so als reden sie doch nicht wieder über das Thema, was ihnen lieb ist, sondern sagen sie doch mal die Meinung zu rassistischer Gewalt, ja, das so, und das fand ich, ist halt so ein Punkt, wo ich glaube, ein Teil der problematischen Entwicklung hat auch mit einem wirklichen Versagen der Medien zu tun. Nicht aller, Gott sei Dank, aber viele. Da die Medien ja zu 95% in der Hand derer sind, die Geld haben, sind doch die, die da sitzen als, Moderator oder Vorsänger, alles das Gleiche. Die machen doch nicht unbewusst, das ist bewusst so gewollt und gemacht. Sonst wird man dem Töpfner, der hier hinten wohnt, sagen, der ist blöd. Das ist das größte Verbrechergesindel, was hier rumrennt. Ja, also es sind ökonomische Interessen, aber nicht nur. Also es ist viel schlimmer, dass, also was ich aus ein paar Gesprächen mit Einzelnen sagen würde, mit Journalisten, teilweise sind sie der festen Überzeugung, dass sie das Richtige tun und nicht, dass sie auf Grundlage von ökonomischen, und das macht es so schlimm, weil einfach nur zu sagen, ihr werdet bestochen und bezahlt und macht das so, das ist so einfach, aber vieles funktioniert halt meistens sogar ohne, dass es so eine ganz glatten Vorsagen gibt. Deswegen ist es so viel schwerer, das einfach aufzudecken und sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Also wenn wir das jetzt nochmal diskutieren, finde ich, das ist nicht, also es ist ziemlich ambivalent, weil ja auch die Frage ist, hat sozusagen das Kapital oder haben die Kapitalfraktionen, die Kapitalklasse, haben sie denn gerade überhaupt ein Interesse am Erstarken des Rechtspopulismus, rein ökonomisch?
Naja, also sie haben kein Interesse daran, dass die Grenzen wirklich geschlossen werden, weil da sagen die, nee, das sagt die sozusagen, das ist für sie, würde das Kosten verursachen. Man kann natürlich sagen, okay, wenn der Rechtspopulismus erstarkt, verändert sich das Spielfeld, es geht nicht so stark um soziale Fragen, sondern die Abgrenzung geht immer sozusagen ist entlang der Herkunftsfrage, okay, das kann man sagen, das ist Interesse von denen, aber dass sich wirklich sozusagen Rechtspopulismus eins zu eins umsetzt in die Politik, das ist auch nicht im Interesse der Kapitalfraktion rein ökonomisch, also es ist etwas ambivalenter, ihre Interessenslage, selbst wenn du es nur rein ökonomisch analysierst. Jetzt wird's so ein bisschen unruhig. Ich würde jetzt einfach einen Vorschlag machen. Ich habe jetzt keine weiteren Wortmeldungen gesehen. Ich würde vorschlagen, Katja und ich sind noch einen Moment hier, sicherlich der ein oder andere auch. Jetzt gibt es doch noch eine Wortmeldung. Sonst wäre jetzt mein Vorschlag gewesen, dass wir jetzt den offiziellen Teil quasi beenden. Und vielleicht solche Fragen, wie sie jetzt auch gerade aufkamen, dann nochmal im direkten Diskurs vielleicht nochmal kurz bereden. Weil, wie gesagt, es wird auch gerade so ein bisschen unruhig und wenn jetzt, ich sehe jetzt überwiegend Zustimmung, dann würde ich sagen, machen wir das so. Moment, okay. Darf ich kurz mit einer kleinen Lesung enden? Ja, okay, das mal. Entschuldigung. Ja, ich fand es ja total gut. Das ist ja auch genau die Idee des Buches gewesen, dass wir sozusagen nicht über das Buch reden, sondern über die großen Fragen und das halt mit einem anderen Zugang. Aber weil ich euch jetzt am Anfang eingeführt habe mit einem Buch und nur die Frage, warum wählt man sowas, würde ich gerne die Auflösung etwas hier dann noch bekannt geben. Also heute hängt das Gemälde Das Floß der Medusa im Pariser Louvre direkt neben dem bekannten Revolutionsbild Die Freiheit für das Volk. Dieses Bild entstand einige Jahre später während des Juliaufstandes, bei denen innerhalb von 3 Tagen die Bourbonen gestürzt wurden. Das Gemälde von Delacroix prägt bis heute die revolutionären Assoziationen und Imaginationen von Generationen. Es inspirierte politische Aktivisten wie Kunstschaffende gleichermaßen. Beispielsweise nahm Victor Hugo für die Figur des jungen Gavroche in seinem bekannten Roman Die Elenden, Les Miserables, Anleihen bei der Figur des kleinen Jungen auf der Barrikade. Die beiden Bilder hängen nicht ohne Grund nebeneinander. Auch wenn sie von verschiedenen Künstlern stammen, so unterschiedlich das Sujet auf dem ersten Blick erscheint, so sehr ähneln sich die malerischen Kompositionen. Als ob zwischen beiden Ereignissen, zwischen beiden Gemälden eine tiefer liegende strukturelle Verbindung besteht. Nun verändert ein Bild alleine keine Missstände, genauso wenig wie ein Buch allein oder eine Demo das tun können. Jedoch kann manchmal in einem Bild eine Entwicklung eingefangen werden, oder etwas tiefergehenderes bzw. vielschichtigeres versinnbildlicht werden. Insofern möchte ich mit einem Bild enden, ein Bild aus der Zukunft. Dieses Bild ist noch nicht gemalt, aber viele haben schon in dem praktischen Tun faktisch mit dem Skizzieren angefangen. Dieses Bild müsste jedenfalls getragen sein von einem Paradigmenwechsel, der bereits in der Charta von Palermo zum Ausdruck kommt. Das, Zitat, Problem, Migration müsste dem Recht auf Freizügigkeit Platz machen. In unseren Köpfen, unseren Diskussionen, den Gesetzen, ja, in der Praxis. Ein Titel für dieses Bild könnte lauten, das Land für alle. Wobei für alle meint, Abschied zu nehmen von allen Ausgrenzungen, alle Barrieren abzubauen und einen sozialen Universalismus in Wort und Tat umzusetzen. Es bedeutet, allen Menschen zu ermöglichen, selbst Autor bzw. Autorin des eigenen Lebens zu sein. Anknüpfen könnte ein solches Bild an der großen sozialistischen Vision in der Ästhetik des Widerstandes von Peter Weiß, dass die da unten abfließen voneinander und sich selbst befreien. All die Spaltungslinien, die gegenwärtig vertieft werden zwischen denen, die wenig haben und denen, die noch weniger haben, würden in diesem Bild nach und nach verschwinden. Und das muss keine Skizze auf Papier bleiben. Es gibt keinen Automatismus, wir können verlieren, aber das werden wir mit Sicherheit, wenn wir stillhalten. Die Entscheidung lautet, entweder Aufbruch in einen grenzübergreifenden Postkapitalismus
oder allmähliche Fragmentierung der Gesellschaft bis hin zur organisierten Barbarei, zur permanenten Krise und zum ökologischen Zusammenbruch. Es hat längst begonnen, der Krisenkapitalismus gleicht immer mehr einem einstürzenden Altbau, in dessen Gebälk es mit jedem Tag bedrohlicher knirscht. Der Staub rieselt schon herunter, es ist höchste Zeit, diesen Laden zu verlassen und eine Skizze, die in Richtung des Notausganges weist, haben wir bereits in der Hand. Mehr wird es nicht geben. Erst hinter der Tür beginnt der Horizont des Möglichen und der Weg dahin entsteht beim Gehen. Worauf warten wir? Danke. Herzlichen Dank. Bleibt mir nur noch dir herzlich zu danken, dass du hier warst, unseren Landesvorsitzenden zu begrüßen. Und euch und Ihnen auch zu danken, dass ihr und Sie hier waren. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch und Ihnen auch. Vielen Dank.